So, hallo und herzlich willkommen zu einer Fight Night Aufnahme in Garou, Mark of the Wolves. Ja, ich bin dabei und natürlich der Beat'em Up Master dabei. Sag hallo. Hey, was geht ab, Ben? Ja, wie kommt es dazu, dass wir Garou spielen anstatt King of Fighters 15? KOF 15 hat unserer Meinung nach nicht die stabilste Leitung, also Netcode. Für mich schon. Und das ist zurzeit für mich, sage ich, unspielbar. Wahrscheinlich bin ich zu sehr verwöhnt von Guilty Gear und Street Fighter 6. Daher, ja, wollte der Beat'em Up Master irgendwas Altes spielen und ich so, was Altes? Und dann hat er natürlich ein paar KOFs aufgezählt und Garou. Und normalerweise heißt das immer, wenn wir Garou spielen, bin ich meistens immer der, sagt, hier, lass mal Garou spielen, dann spielt er. Diesmal war es andersrum. Und dann sind wir hier. Alles klar. Weil ich weiß ja, dass du Garou spielst. Ich spiele sehr gerne Garou. Ich könnte dieses Spiel bis zu meinem Lebensende spielen. So gut ist es. Nein, du nicht? Oder was? Nicht nur. Also, ja, es gibt ja noch mehr Kampfspiele, aber Garou ist schon eines der Kampfspiele. Lass den Wolf auf mal heulen. Achso, hast du deinen Stream jetzt genannt? Ja, ja. Achso. Na denn. Ja, aber es ist schön, dass wir Garou spielen. Ich hatte eher vorgeschlagen, dass wir Samurai Showdown 2019 spielen, aber der Beat'em Up Master sagte, ach, warten wir bis Sommer, bis der Rollback kommt. So, okay. Ja. Weil es hat auch minimale Scheiße, ne? Meistens, wenn wir zusammen gespielt haben, ist nie was passiert. So, bin ich ready? Ich schätze mal schon. Bist du? Ja. Beziehungsweise, ich nehme einen Schluck. Ja. Oh, keine Cola, sondern was Gesundes. Oh. Was ist denn das? Ja, Mandarinen-Mango, was ich ja schon mal gesagt habe. Außerdem so, was heißt selten? Also... Mittlerweile machen wir schon ab und zu etwas Garou, aber... Verhältnismäßig nicht so viel. Nee, aber mein Gott. Aber mehr als die von der 3 oder die anderen Spiele. Ja. Ich hab dir schon mein Thema dazu gesagt, was ich geiler fand damals. Ja, aber... Das heißt am nicht, Anfang. Okay, schau mal, was es geht hier. Ah. Teddy Bogart. Ah ja. Ja, die Spikes sehen doch gut aus hier drin. Das ist ja in Ordnung. Dann. Oh, erstmal einspielen. Wow, mein Gott. Boom. Machst du es nochmal, okay? Ja, Alter, reicht nicht, 202, meine Leute. Oh, Mann. Was? Come on. Ja. Oh, jetzt geht's ab. Minus? Ja. Echt? Klar, das Minus. Okay. Ist zwar Burburg, aber nicht der Master auf Desaster. Doch. Was?
Ah, hätte ich nicht geschlagen. Willst du ein Blätter? Müssen auch mal sein. Amai! Amai! Amigo, willkommen im Stream. Hallo, hallo. Oder 16 auf meinen Server. Den hier ist immer so zu bekommen, das ist jetzt ein bisschen. Ah, nee, das muss ich anders machen. Füße. Ah, das ist das, wenn ich in den offenen Kampf gehe. Ah, scheiße. Ach ja, das habe ich blöd gemanagt. Was? Oh Mann, ey. Aber ja. Ah, da hast du iFrames. Wenigstens das Ding, oder? Ja, gut. Okay, oh. Okay. Yeah. Bishop, not feel like battling a duel with him. Dort noch mal. Und da wechsle ich dann mal Charakter. Oh Mann, ey. Na, das ist die Fan. Beat up, Baby! Kickback! Yeah! Kickback heißt auch würdig gemein, ne? So geht's. Ja. Ne, da war's nichts. Ich tu gerne arbeiten. Ach, scheiße. Oh. Boah. Da frage ich unnötig, aber auf Nummer sicher. Oh, der kann ja diven, habe ich vergessen. Ja, sehr Taekwondo. Was, dann kann man diven? Das wusste ich jetzt nicht. Ja, parieren. Jo. Okay. Ah, so eine Improvisierung von meinen... OLED, Mini OLED, muss ich sagen, ist echt nicht schlecht. Impulex scheint auch sehr gut zu sein, wie gesagt. Farmazor auch gut, ja. Man, nimmt's jetzt schon B. Janet?
Okay. Was? Ah, Ja, was macht's? da war ich offen, ja. Ah, da wollte ich mal Der parieren, ne? ist, aber der ist scheiße auch, der ist auch scheiße schnell. Ah, was mache ich da? Sehr schön. Ja, auf keinen, dann sage ich schon, dass es britzig wird. Ja, kann man alles sehr gut. Ja, gut, ich bin sehr nah auch. Ich habe sonst immer 3 Meter Abstand, ne, bei 32 Zoll. Immer früh gehabt. Ja. So, nicht mal 1 Meter, oder? Vielleicht einen, höchstens. Aber der ist auch nicht groß, ne? Wie ist der? 15 Zoll, glaube ich. Oder weniger. Ich dachte, du kämpfst ja mehr mit Kevin oder mit Freeman. Ja, das kommt auch noch. Ah. Gültige Version Updates. Hab ich gar nicht so auf dem Schirm. Bye bye. Ja, das war. Ja, diesmal minus Frames. Kannst nicht so schnell kommen. Da. Oh, habe ich Grafik. Ja, ich will's immer Ich geil versuche es machen. und um. Ah, jetzt aber. Das wollte ich ja vorhin machen. Ich habe schon gern, dass du sowas machst. Ah, schade. Da war ich so langsam. Ich finde es ein bisschen untypisch, dass Google die Janet ja auch nimmst, aber du nimmst sie auch nicht mehr gerne. Ja, ab und zu spiele ich dir auch gerne. Geht's ja nur zwei, drei Frauen, oder? Nee, nur zwei Frauen gibt's. Die andere mag's ja nicht so. Aber ich. Das ist ein Kind. Aber kein 12-Jähriger. Das verdammtes Kind, Mann. 16, Alter. Und das verstehe ich nicht, dass das nicht geht. Wow, das geht's. Aber auch nur, wenn du mich resettest, ne? Mit dem Leichenschlag. Und, jawohl, ohne Schaden. Wow. Wieder was rausgefunden, Leute. Ist aber, wie man sieht, sehr genau muss man machen. Muss genau die Frames machen, wenn du desaktiviert ist, ne? Sonst geht's nichts. Aber es geht, Leute. Ja, verloren. Grüße an alle. Willkommen, Yamato. Terry Bogard won. Ja. Ja, ich habe mein Settings noch angemacht. Andere Sachen sind auch ein bisschen zurück. Ich muss mal ein bisschen die Kamera da ein bisschen aufräumen, ein bisschen. Wollte schon lange. Aber ich mache es Naja. halt nicht so oft, weil die verwurschen ja sowieso, sage ich immer. Aber jetzt ist langsam Zeit, dass ich das Settings machen muss. Ich muss heute noch Moni mal. ist auch hier im Moment hier, ja. Hey, Okay. hey. Also er ist noch nicht hier.
heißt es. Was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich noch meinen Buster Wolf heute hinbekommen, aber ich stelle mich gerade dumm an. Ja, krieg ich noch. Sehr schön, gut. Dass das Greifen sofort geht. Ja, diesmal auch wieder. Sehr verwöhnt. Ah, ja, guter Sprung. Das mag ich auch. Die von Kim war das 15 Speicher ist ein bisschen zu visuell, ein bisschen. Genau, so als Sailor Venus. Fühle ich mich ein bisschen halt, ne? Was meinst du, Dicke? Ey! Oh, was? Ja. Sorry, ich war ein bisschen abgelenkt. Ah, toll. Ja, habe ich schon gemerkt. Ein bisschen zurückgehalten. Ja, nochmal die Frage, was meintest du? Also wegen Salomon. Weil die Sprecherin von King Final 15, die B. Janet, hört sich ein bisschen an, als könnte die Sailor Venus auch sprechen. Ich habe Sailor Moon nie im Japanischen gesehen, also da bin ich überfragt. Nie? Nee, was? Ja, ich meine, bei 19 sind die ja alle neu besetzt, ja, ne? Glaube ich. Fast alle, zumindest. Und das hört sich ein bisschen danach an, meine noch. Ja, die alten sind es. Hört das nicht so an, halt, ne? Bei Neugnern. Aber ich meine halt, ne? Oh! Endlich! Was schreibt ihr denn? Gibt sogar Sailor Moon Kampfspiele, die für den SNES sind nicht mal schlecht? Ja, das wird kompetitiv gespielt. Ist auch ein System Work Spiel. Ja, stimmt's. Aber das ist total. Aber die heißen doch nicht, das heißt einfach nicht so. Damals. Jo, geht doch, ja, das magst du mal. Ah. Dies hat auch ein Update, aber da ist die Sailor, nicht Pluto, die andere, die Todes Sailor Moon, die ist auch ein bisschen OP mit ihren. Ach, das Spiel generell ist doch kaputt. Ah. Ja, ich bin blöd. Ah, ich mach. Es gibt auch Kampfspiele für den, wie heißt das? 3DO und für PlayStation und Saturn. Aber die sind eigentlich gleich, aber die sind doch ganz anders dann, ne? Zumindest die Saturn und PlayStation 1. Die auch von 3DO gefällt mir besser. Ich habe es aber noch nie gespielt. Du, ich werde, glaube ich, nie eine Version davon spielen, weil erstens, die sind alle japanisch und ich kann nicht so gut. Hier springen die auch ein bisschen japanisch. Nein, das komplette Spiel ist ja auf Japanisch und daher. Oh. Ja, gut, aber Arcade ist Arcade, ist ja schon nicht mit Schriften ausgelegt, ne? Und hat ein Training. Ich meine, du brauchst jetzt ja eigentlich nicht die japanische in der Macht zu haben, ne? Ach! Das war wieder dumm. Da macht er Overhead und ich mach nix. Das ist ja nicht unspielbar, wenn du hier nicht japanisch kannst, ist ja kein Problem. Ja, aber ich habe keine Plattform dafür. Auf welcher Plattform soll ich das spielen? Das ist ja das. Oh, Mann, ey. Egal.
bisschen minus. Oh, ich krieg ständig immer den Luftstab. Ich, Mann, ey, ich spiel quasi gegen mich selbst. Ja, der Kampf ist immer sich selbst. Nee, weil ich Bijanet auch spiele. Ich weiß, wie ich gegen Terry vorgehen muss. Ja, darum bringt es ja was. So, was schreibt ihr denn? Nichts? Okay. Oh, ich will doch endlich nur meine. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße! Okay, der hat schon mal alles weg von mir. Es gibt trotzdem eine kleine Chance noch. Hä? Jo, tatsächlich! Komm her! Hi, Gens! Bam. Ich versteh's nicht. Warum kann ich da nicht... Ja, weil ich genau da angreife, wenn du aufstehst, ne? Weil brauchst einen Frames, bis du richtig angreifst. Kannst, ne? Auch bei einem Leichtschlag brauchst du einen Frame. Oder halber Frame, aber ich bin ja da, schau. Schau. Ja! Super. Oder du machst sowas. Dann kriege ich auf die... Was, der Wolf! Ah! Mann! Aber so mit normalen Angriffen geht das nicht so leicht. Oder wenn ich scheiße, mach wie hier. Ja. Schreib mir dann, hab mir den neuen Fatal Fury Trailer angeschaut. Muss sagen, ich freue mich darauf. Aber ich hatte zumindest im Trailer zeigen sollen, wie das Spiel aussehen soll. Ja, das ist, Das heißt noch, war das 15. Das ist noch alles im Konzept. No. Ja. Die haben noch nichts, Stein gemeißelt, sagen wir mal. Die haben nur so eine ungefähre Vorstellung, aber die wollen halt keine falschen Eindrücke der Öffentlichkeit geben. Ja, vor allen Dingen, sie machen ja ein Fatal Fury und Garou-Spiel. Das sind ja zwei verschiedene Spiele. Von der Philosophie. Oh Mann, ey. Ihr habt ja Bots. Aber der ist nicht mehr Bots. Da haben sich die Mexikaner sich drauf eingesetzt. Richtig eingesetzt, dass da die Entwickler den richtig benennen. Da geht er nicht weg. Geht er nicht rüber, der Typ. Ah. Bin auch gespannt auf Tekken 6, Leute. Ich meine, Tekken 6 auf keinen Fall, aber ich meine Tekken 8 vielleicht. Ist aber nicht mehr das Tekken, was ich kannte. Weil ich hätte nie gedacht, dass Tekken oder irgendwelche normalen realistischen Kampfspiele in Special Moves kriegen. Nee. Die zieht's einfach nur durch. Ja, feiern. Hey. Ah, das wird mit Bud ein bisschen schwieriger. Als mit Teddy. Und Bud spiele ich ja nur ab und zu. Habe ich echt vergessen, wie ich mit dem Spiel. Verstehe ich nicht. Oh, Mann. Jo, nochmal richtig durch. Na, ich glaube, ich lasse den. Weiß schon, warum ich den nicht nehme. Wissen Sie, der ist ein bisschen steif zum Spielen, finde ich. Aber kann extrem ist, sein, ne? Der Typ. Ist klar, Lunge. Ah, oh, falsche Entscheidung. Dabei.
Finde es schade, dass Tekken auch mit diesem Special Moves Zeug kommen muss, statt zu ihren dazu Gameplay zu bleiben. Ja, wir haben uns mal darüber unterhalten. Sind in derselben Meinung. Aber es macht eigentlich nichts wirklich Sinn im Endeffekt. Ach, das ist nur anstimmen. Ich sagte da, es ist unnötig, dass sie so wie Südfahrer sein wollen. Weil Dendler finde ich nichts, dass sie wie Dendler sind. Sind doch noch anders. Ah, ich bin Aber gerade noch so. herangestürmt. Ah. Ah, shit. Aber wie meinst du das, T-Game? Warum die jetzt die Special Moves brauchen dafür? Weil die keine Konkurrenz haben. Ganz einfache Antwort. Was hat Tekken denn für eine Konkurrenz im 3D-Kampfspiel-Genre? Gar keins. Ja, im Moment. Seit über 10 Jahren haben die gar nichts. Was mit Willow? Da muss erstmal Wie Teil kommen jetzt 6 zu ihm? kommen, dann können die mitsprechen. Ja, die Updates sehen ja auch ein bisschen dazu. Weil die werden schon relativ gespielt, also es ist schon nicht unbedingt konkurrenzlos. Doch, natürlich. Weil es nicht aktuell ist. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Doch. Nee. Natürlich. Solange das Spiel gespielt wird, das heißt es immer Konkurrenz. Ach Ja, da Mann. musst du blocken. Oder parieren. Doch, Südfutter ist ihr Konkurrenz. Aber wir meinen speziell für 3D-Fighting. 3D-Fighting Game. Und deswegen. Was mit Naruto und Dragon Ball? Hä? Das sind doch keine 3D-Fighting Games. Doch. Das sind sogar. Da ist doch lange nichts mehr rausgekommen. Aktuell haben sie gar keine. Aktuell haben sie keine. Sehr schön. Konkurrenz. Aber an sich ist John Cypher da schon selber eine Konkurrenz. Hm. Weil gerade das, wenn die sagen, die machen jetzt mit Special Moves, ist es schon so eine Art Super-Konkurrenz. Es gab ja halt noch das Einzige, was Specials hatte, war ja ein Bloody War, aber sonst. In 3D, ja, stimmt's. Das war sogar das einzige in 3D-Zeug, ne, oder? Ja, was so abgegangen ist, ja. Ja, also fast halt, ne? Weil ganz kleine Ausnahme noch ein bisschen. Ja, die Beine. Ich komme mit dem relativ schlecht an. Ja, wie gesagt, also Tekken 8, die können an sich loslegen, weil die müssen sich nicht kümmern, dass ihnen da die Tekken-Leute weglaufen, was 3D-Fighting-Game angeht, weil wenn die Leute Bock auf ein 3D-Kampfspiel haben, dann gehen die zu Tekken. Da gibt es nicht große Auswahl. Und ein Street Fighter 6 ist. Ja, muss ich eher anschauen, ob die es gegen Mortal Kombat angehen oder. Ja, zurzeit gibt es ja nichts, was jetzt noch im Kommen ist in der neuen Generation. Ne? Oh, sehr schön. Da ist noch weggehauen. Man schreibt, Dead or Alive hat leider das auch Special Attack Zeug, obwohl sie. Das war mehr eine Option. Das waren ja tatsächlich Special Attacks, wie man das nennen kann. In Tekken sind das ja tatsächlich Finish Attacks, weil die nur kommen, wenn du 40 Prozent Leben hast oder so. Ja, so eine Art Verzeichnungs-Special.
Oh! Das ist Autofokus. gut. Ja. Obwohl sie sowas nicht vorher in den alten Spielen hatten, auch schade. Ja. Das wäre dann tatsächlich, wenn man so sieht, würde, wenn ein Würfel herauskommt, dann wäre das Konkurrenzlos. Das einzige Spiel mit solchen Special Moves, die hat's. Eigentlich hätte ich dich tappen müssen. Naja. Aber die trauen sich das nicht so richtig reinzubringen, ne? Hä? Was denn? Würde war der 6. Jo, Yamato, Hirodim, höchster an allem. ich würde erstmal sagen, die müssen erstmal ein Team zusammenstellen und erstmal neue Techniken gucken, ob das funktioniert. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Das ist schon Was was ein anderes. richtiger Plan, ja, das ist schon klar. Mit neue Arcade Engine oder wie, weiß man nicht, wie die das machen. Dann ist die Hier kommt der Frage, Rudi übrigens. dann ist Die der. Manager plant vielleicht ein Dead or Alive 7. Sieht aber nichts Nee, danach aus. kein 7 oder so. Sollen die bekannten Marken, will Team Ninja irgendwann wieder aufhören. Aber. Ja. Weil die haben früher gute Spiele gemacht, auch in 2D und so. Ah, ich klicke unten. Sehr schön. Oh Mann, ja, da bist du sicher. Also ich glaube erstmal nicht, dass wir so schnell einen Dead Life 7 kriegen. Nein, das wird dann, wenn ein Reboot. Die müssen die Serie neu erdenken. Ja, vielleicht gibt es ja mehr wie... Ah, ich sag's mal lieber nicht. Oder? Na, was Soll ich denn? sagen? Vielleicht kennt ihr mehr den Hintergeschäft, Alter, als Kampfspiele zu machen. Hä? Wie soll das gehen? Ja, aber die haben, sind ja schon in der Übung, ja, ne? Ja, wenn, dann geht es nur um die Brustphysik, mehr nicht. Nur weil der Typ die ganze Zeit sagte, ja, erstmal die Brustphysik und dann das Kampfsystem. Naja, Ja, genau. hallo, sein Ansatz war Sex und Gewalt. Ach, Scheiße. Schon gedrückt. Das könntest du theoretisch parieren. Uiuiui, das kann ich nicht mehr parieren, wie ich schon angegriffen habe. Dann haben wir da schon mal. Okay, machen wir einen anderen Charakter. Okutamaro oder Ich Conflicts? meine, ich meine Gleiche die, sprechen. ich meine die letzten, die so K.O.-Finisher hatten, das war so ein Soul Calibur 4. Vor Tekken, wenn man das so nennen kann. Ja, sind ja auch die Sprecherin von Naruto, nicht nur von Gunfix. Hört man aber heutzutage nicht mehr aus, weil der das schon älter spricht. Weil Naruto der erwachsen ist, ne? Wieder rennt. Das war blöd. Hä? Ich hab doch High Kick gemacht.
Oh, ich bin blöd. Aber den einen High-Kick habe ich nicht verstanden. Und mach's mal. Zieht aber wenig ab. So, nicht mehr, Max. Das ist schwer, das auszuwählen. Hätte ich vielleicht da wegbeamen müssen. Nee, dann Aber hätte ich dich jetzt ja noch, ist dann hätte ich dich ja noch dich erwischt. alles Großes, ja. Naja. Na, ich habe den Anschluss verpasst. Ah, werft er nur die Scheiße. Was? Weggehauen? Ja, so. Wie mehr gut gewesen würde. Aber der geht ja auch nur geradeaus. Also oben noch. Ah, manchmal stelle ich mich. Und Gott will ich, sag mal ihn. Manchmal stelle ich mich blöd an. Aber kann ich doch die Kombos? So. Ja, das ist ein bisschen mies. Jeder einzelne ist einzelne Projektil. Das würde eigentlich bei BGN auch so sein, aber das haben die nicht so gemacht. Hat alles gewufft. Super. Das war dumm. Und Schatten. Oh, gehen, komm mal. Oh, was ist nichts? Auf Fahrt sogar. Hat an. Oha. Mann, 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 Mann. Eieiei, das war nicht so was. Schaden. Riesen Schaden. Hopp, perfekt geworden. Na ja, gut. Was soll ich machen? Geschossen. Weg bist du. Okay, ich glaube, der will es nicht anders, ne? Ja, das war jetzt mal eine gute Runde, meine Fresse. Okay, dringend. Arcade-Regeln? Was Wie hast viele du denn Regeln jetzt habe hier ich aufgestellt? Charakter? Was hast du? Ja, nee, auch keine Regeln. Ach, du setzt den jetzt schon Okay, gegen die Janet ein? Freeman, lass uns alle ihn befreien, einfach nur. Du willst jetzt schon.
Ah, diesmal habe ich dich. Hm? Ich glaube, wenn du dich dockst, kannst du das abwehren. Habe ich das Gefühl. Nee, irgendwie auch gar nicht. Ich hab's da gesehen, aber naja. Dann genieß mal die Schmerzen. Ich tue sehr für ihn selbst. Willkommen in der Darkness. Ach, das ist so ein Konter, okay. Genau, zwei Mal dankbar. Take me for the ultimate in death. Der ist ruhig, Leute. Keine Fragen, der ist einfach nur durch. Wo ist er denn überhaupt? Du spielst ihn so oft. Ja, wo ist er? Wo ist er? Das fragt er sich noch. Aber ich meine, das ist wirklich der Sohn von Yuri Akami. Wer fällt es ihn sonst so noch? Jo. Das bin ich eingegangen. Was? Neuer Schlag, okay. Okay, ihr wollt es nicht haben. Jawohl. Du hast mich auch beim Landen erwischt, du. Dann noch die Animation gemacht, okay? Auch mal voran. Krieg den Ellbogen, Baby. Beautiful victory. Aber ich weiß ja, wen du haben willst. Du willst ihn ja haben. Du willst ja schon den guten Mann haben hier. Ah, scheiße, falscher Anzug. Egal. Meistens kann man schlagen. Ach, mein Intro lässt du nicht. Okay, danke. Ach so. Oh, Doria! Doria! Gib die Kanne, Baby! Los! Na gut. Ist sie die falsche Farbe? Ah, oh, okay. Nee. Gut! Yeah! Jo, Ida, ist in Ordnung, sagt er. Ja, es ist schön, dass ich mal so kenne. Oh, da ist er sicher. Mm. Komm so. In der Dunkelheit. So eine Scheibe. Was? Wo ist seine Hitbox? Ja, sag ich ja, das Ducken hilft dir was. Ja, hab ich nicht. Jawohl! Aber das hat Pio! Ach, come on, Leute! Ja, für wen lass uns ihn einfach nur befreien. Von seinen Quallen. Aber erstmal genießen. Zack, zack. Oh, okay. Ah, okay. Hat er sich bisher befreit. Und Helvin! Ja, Helvin! Jawohl! Hey, das ist schon gut, der Herr Gottes. Okay, wenn du hilfst, dann kann er ja wieder weitermachen. Kim, Jae-hoon, der lernt das doch nichts.
So, jetzt lasse ich mal enter. Mach mal Jus an. Der sagt Jus an, aber es ist gleich, ist nur ein anderer Dialekt hat, ne? Ein bisschen anders ausgesprochen hat, ne? Ach, was? Oh! Oh! Da bin ich noch immer im Minus. Ah, oh, bin weg. Ah, wusste ich doch. Na gut. Woo! Yeah! Was? Ah, scheiße. Ja, mit gleichen Gas. Sehr schnell dann, damit es durch. Na, du hast aber mehr Energie gehabt. Ach, Scheiße. Oh, dann geht er nach vorne. Oh. So eine Shit. What the meaning of a hollow life? What's the meaning of a hollow life? Not very good, würde ich sagen. Du brauchst definitiv Hilfe. Ja. Lass Mento bis laufen. Ja. Warte. Ach so. Ja, jetzt bin ich da. Okay. Ja, hau auch rein. Okay, jetzt. Bin ja euer Mann. Oh. Darüber willst du belaut. Für seine Art, wohlgemerkt, nicht meine. Für ihn will ich ja nur befreien, verstehst du? Zack! Ah, nicht ganz gekriegt, okay. Jawohl! Ah, scheiße. Ah. Die Runde war sowieso für den Katz, aber ich hätte es noch schaffen können. Dass er da ihn nicht kriegt, das verstehe ich nicht ganz, aber. Sehr schön. Ah, ich habe zu wenig Energie gehabt. Ja, what's the meaning of a... Ja, das, das war keine Runde für mich. Da muss ich muss den Anfang ziemlich ziemlich gut machen, beziehungsweise brauche ich Spielraum. Oh, dreh noch einmal in den Seminarboden, liegt Adam. Das verstehe ich nicht. Dieses Greifen manchmal hier. Diesmal nichts. Das Greifen habe ich nicht verstanden. Aber auch gut. Genieß es erstmal. Oh! Einfach boxen. Kann man auch.
Zu spät losgelassen. Jo, weg mit dir! Du bist tot, oder? Jawohl! Hey, ah. Zerfleisch! Wieder nein, diese... Klar. Ach, diese Konterscheiße. Ah. Vergiss es. Huygens war das. Huygens. Vergiss es immer wieder. Über die Hälfte ist er weg. Also, bei Max natürlich. Weil sie jetzt kompetitiv spielen jetzt gar nicht mit nur einem Strich, ne? Machen immer am Anfang mit voller Leistung, ne? Naja, klar. Wahrscheinlich, weil die auch Leben zurückkriegen, wenn die richtig viel Leben zurückkriegen, wenn die das parieren, ne? Hey, ich mach doch schnelle Schläge, dann wird es. Oh, da hat er weh, der schon. Hä? Das dürfte gar nicht passieren. Was da ist passiert, ist meine Fresse. Hä? Vergiftet. Habt ihr mal F-Zimmer gespielt, ja? Den ersten habe ich hauptsächlich gespielt, die anderen nicht so sehr. Der Game Advance Teil ist gut, der M64 Teil war auch gut. Den einzigen, den ich nicht gespielt habe, war der GameCube Teil. Ach Mann, ey. Wenn man diese Konterkacke, Leute. Jetzt ein bisschen mies ist es, ich weiß. Aber will ihr euch denn nur befreien? Wie lange ist das denn bitte aktiv? Oh. Manchmal ist es auch kurz, sagt sich. Das kann ich ja nur brechen mit diesem einem Konterkick. Grabs zum Beispiel geht auch. Nee, dich weggreifen kann ich dich ja nicht. Hä? Hätte ich den Harten machen sollen, nicht. Ah. Jawohl, sehr gut. Das habe ich hier nicht wieder verstanden. Normalerweise. Aber du wieder am Boden bist, halt, ne? Nee. Doch. Ich bin in der Luft. Du hast mich in der Luft gegriffen. Kapier ich null. Hä? Hä, wie kann das sein, dass ich im Minus bin? Ah, diesmal. Ja, aber das ist nichts, das ist nur. Ah. Das ja, kann. Die weiß nicht, verstehe. Diese Hitbox verstehe ich null gerade. Wie kannst du mich greifen, wenn ich in der Luft bin? Naja. Ja, F-Zero für GameCube war legendär. Ich habe als F-Zero gespielt. Wünschte, würde es mehr von so welchen Racern geben. Ja, doch, schon gemacht. Das habe ich ja gezeigt bei der Wii U zum Beispiel. Aber es gibt auch einen für der Switch. Ne? Gibt es auch sowas? Ja, also die es gibt halt nicht, es gibt halt nur nicht für Nintendo. Sie macht das selber nicht. Hm, was meinst du? Ja, also die wollten Nachfolger machen, ja, das stimmt schon. Oh Mann, ey, Schaden. Ja, das war richtig. Oh, siehst? Das geht nichts. Also unten geht nicht, ja. Also kann das unten nicht. Mann, ich hab doch Anti-Air, Mann. Ah,
ich bin manchmal blöd. Bin manchmal echt blöd. Aha. Willst du mich verarschen oder was? Natürlich. Aber manchmal geht es nicht, merke ich irgendwie. Warum auch immer. Weil eigentlich müsste das gekonnt sein. Na egal. Oh, das ist Blödsinn. Was? Nein, nein, Manson. Ach, come on! Ich hab zweimal Special ge... Oh. Mann! Langsam. Ja, ist mir klar, das stimmt. Scheiße. Ah. Erstmal auf diese Hitboxen klarkommen. Hä? Kapier ich null. Oh. Sehr schön. Oh, Dorian. Muss kein Karate haben. Ah, da kann er ein bisschen das aushalten. Ah, diesmal war das nichts. Hey, Naden gemacht, jetzt vielleicht besser sein. Das weiß ich aber nicht vorher. Hm. Ah, das ist die Frage halt, ne? Dass man schnell sein muss. Jo, weg mit der! Schau mal, das mal, kommt der, hat der auch! Oh. Mann, ey. Erstmal anfangen. Ah, oh, hat der Glück. Ah, oh, dass hinter dir noch eine Hitbox kommt. Oh. Oh, okay. Und daneben natürlich. Teuer, teuer. Oh, auf den Kopf und ein Kick und weg ist er. Guter Kampf, Josh. Josh. Ja, OLED gab's ab 2012, Leute, ne? Was denn? OLED Fernseher. Gab's 2012. Nee, LED. Nicht OLED. OLED. Doch, gab's 2012 schon. Hm? Bei der Conversation. Da wurde es noch als High-End-Gerät ist für Profis und so, ne? Ach so. Ja. Also Technik hat sich manchmal, ne? Da war das halt ganz neu, ne? Meine ich. Das war natürlich nicht mein Plan oder irgendwas halt, ne? Ah, okay, ich kann dich nicht wegwerfen, okay? Jawohl, weg. Ach, Mann! Ah, diesmal habe ich gekickt. Diesmal hat das getroffen. Was soll das? Ah, ja. Manchmal ist es komisch, auch ich verstehe das nicht ganz. So. Sehr schön. Hm. Nicht so gut. Weg bist du. Also wenn der auf Max ist, dann ich glaube, das zieht alles ab. Den Schlag verstehe ich nicht. Jawohl, schaffen wir jetzt mal. Dieser scheiß Konter. Ja, ich bin Holy weg. Holy shit, das war der normale Special. Nee, nee, du, hast es, du hattest noch ein bisschen top. Du hast es einstich top. Ja, aber ich meine... Top, aber trotzdem nur Level 1 plus. Der macht trotzdem fast die Hälfte. Wahnsinn. Das ist ja fast besser auf Top 2 mal diesen Special zu machen. Meine ich halt, ne? Ja, aber mein Gott, immer dieser Konter. Da hab ich manchmal echt.
Na toll. Aha. Ah! Ah, das ist Dummheit. Oh oh. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, nicht durch. Aber der Boss war dann. Einfach nochmal in die Fresse. Ist er 6 Punkte? Immer dummen Shit, Alter. Das haben. Ich merke, das ist eine gute Art hier, der Shit. Außer sowas. Ja, was zu machen. Bruder! Ich bin schon ausgeführt, Freunde. Bruder. Ja, ich bin ihn. Jawohl. Er lernt sich. Okay. Oh Mann. Er will schon wissen, wie es befreit zu sein. Hä, wieso? Er hat ihn doch einmal nicht hochgeholfen. Da hat er doch seinen Handdruck genommen. Achso, aber diesmal. Naja, diesmal ja. Na. Muss. Stimmt, der hat ja seinen Handdruck genommen, ja. So schnell? Jawohl! Oh! Ja, ich weiß. Kannst einfach noch länger durchhalten. Natürlich! Ich sehe die Ausführung ist so, ach komm, mach doch. Der baut doch ein bisschen Zeit auf, ne? Ich kann auch loslassen sofort, aber. Nein, ich muss machen. Lass mir verein einfach mal. Hm. Ah, da brauchst du ein bisschen zu weh. Nee, den Hurtbox ist ein bisschen größer als meine. Ach nee, nee, ich hab zu spät auch. Ich hab gerade ausgeholt. Da habe ich gerade auch ausgeholt. Das war alles ein bisschen schlecht. Ah, ich glaub, der Leiche geht schneller durch. Nee, es kommt drauf an. Ich kann dementsprechend halten. Das macht keinen Unterschied. Wenn du schon losgelassen hättest, dann. Nee. Hättest du beiden Harden nee, nicht ich, getroffen. Nee, er muss ja halten. Ich war viel zu nah dran. Na, ja, wie gesagt, Docken hilft bei diesen Shits. Schau, wie viel Energie ich gekriegt habe. Paparin. Dusch. Hast gesehen? Nur ein normaler Schlag. Bei Red schon habe ich schon batzende Energie durch. Da hätte ich auch rein sollen. Da hätte ich laufen sollen. Das geht noch. Ja. Solange der halt in Luft ist, halt, ne? Oh oh.
Gut, da war ein Fehler. Das ist auch kein Ansehen. Ja, ich hab jetzt nicht gedacht, dass du springst. Aha. Der Box trifft ja auch nichts. Ach komm, du! Aber wenn ich so früh mache, den Special, dann geht das auch nicht, ne? Thank you, Kack. Achso, den Joe, Kack. Ja, mach den leichten. Ah. Den Calvin! Jo, Rudi, Bros auf euch. Okay, stoß mal an. Jojo. Post. Ach. Ja, oh, der will ja, ne? Du hast ihn gern, ne? Du hast ihn wirklich gern. Oh, willkommen, dritter Zuschauer. Hallo. Ja, du willst mal ihn halt mal ihn. Garou zeigen. Garou, ja. Genau, dritter Zuschauer, ich zeige ja, wie Garou geht, Adam. Aber sieht nicht an, weil sie ja. Jo, Rudi, Applaus. Petro heute wieder. Ja, 1999. Bis heute noch immer in den besten zweiten Spielen überhaupt. Von der Grafik auch ohne Eis, ne? Nicht nur Kampfperformance. Ja. Technisch als auch gameplaymäßig, ne? Ja. Das ist. Boah! Also noch immer gab's, scheiße. Okay, das ist schon mal da. Das war nicht die eigentliche die Leistung. Und schon wieder! Super! Hier wurde super Action. Naja, 1999 mit Handstände. Leute, also Leute, die mich kennen oder die uns kennen, die wissen, dass ich ein großer Verfechter von Garou bin und das besser finde als Third Strike. Wo es jetzt nicht heißt, dass ich Third Strike nicht mag als Spiel, aber ich finde, das ist eindeutig besser. Besser. Ja, aber weniger Animationen. Das basiert auch auf einer ganz anderen Technik. Ich finde das viel beeindruckender, weil. Ja, ich verstehe schon. Die haben längst nicht so eine Kleidanimation und so. Das ist so revolutionär gewesen. Ah. Ja, das war Kater. Ja, okay. Ja, so sieht das so schon. Juro, die Hammer, schreibt er. Der absolute Hammer. Wie gesagt, auf der Dreamcast haben wir das nur gespielt. Mehr als Third Strike. Third Strike habe ich tatsächlich erst auf der Xbox mit der Anniversary Edition. Aber die Spiel gab es ja gar nicht bei uns. Du musst du importieren halt, ne? Ich hab, wie gesagt, ich kenn nur die Dreamcast mit der orangen Lampe, nicht mit der blauen. Also ich kenne die deutsche nicht. Ja, die gibt's ja gar nicht bei Garou. Ist ja kein Wunder. Und was für Attacke gibt es halt, ne? Brickboy, Mindset, was geht's? Hi. Garou Action. Es geht Garou Action, 1999. Ich komm nicht weg. Ja, so nicht. Eita! Jawohl, das war ich jetzt. Das war's. Nee. Oder doch nicht? Ist ja kein Topf mehr. Ah, ja, das geht nicht. Das geht aber. Da ist er sicher, okay. Ist doch gut anziehen, wie gesagt. Habe ich nicht so gesehen. Ja, aber die Hurtbox ist woanders, wenn du dich da so bewegst. Ah. Das ist sie erstmal zurück. Bevor er ja die Leute befragen will, ne? Du spielst kein Kevin? Heute? Doch. Aha. Wir machen ja ein bisschen. Und kein Teaser. Was ist los? Erstmal muss man sein, wie man die befreit hier, ne? das war gut. Das war gut von mir diesmal.
Okay. Ah, sehr schön. Oh! Ein schönen Roundhouse. Statt schreibt Skogul, habe ich auch eine Menge Kampfspiele in meiner Sammlung, wo ich Gott nicht schlecht bin. Ist ja egal. Die Spiele sollen ja Spaß machen. Wir sind jetzt auch nicht die allerbesten hier. Na gut, Anfänger sind wir nicht. Das stimmt schon. Nee, das stimmt schon. Wir sind schon Veteranen. Ja, sei froh, dass es kein Job ist. Natürlich, Konterkacke. Was kann der schon, der Freeman? Die befreien! Ja, und. Oh, was? Auch nicht. Und? Oh! Kein Autofokus! Schade! Capcom vs. Essen Game. Bloody War Summer Showdown. Ja, passt. Passt. Es gibt noch. Aber da ich den Kanal hier betreibe, da gibt es noch andere Garnenspiele. Und ich finde immer welche, die richtig gut sind, Leute. Also es lohnt sich mir, mal ein bisschen länger da zu bleiben. Und bei den Kehren natürlich auch. Betreibt auch Kaffee. Vollrückzieher, gibt's Tor, Tor, Tor. Und wir Wien. Gerechtigkeit. Na gut, immer Kevin. Ah. Sind so ein paar meine Lieblinge. Ah ja. So, schon gehört zu den Lieblingen. Ja, also ich würde schon verstehen, wenn man so Teil 4, Teil 5 gespielt hat, weil das sind echt gute Spiele. Teil 2 ist auch nur gut. Teil 2 ist ein guter Anfang, würde ich sagen. Terry! Terry! Terry Bogato. Bogato? Ja, diese Japaner sagen immer Bogato. 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 Nee, die sagen tatsächlich Bogart, die haben das ja gelernt. Ja, die es halt gelernt haben, aber am Anfang nicht so sehr. Ist das Terry Bogart? Ja, kennt ihr die Werbung? Von Battlefield 2 oder 1. Die haben bis Battlefield 3 solche Werbung gemacht, die viel Budget scheinbar kriegen. Was? Nicht Rock You. Oh oh. Das war Agenda, ne? Bist du tanzen? Ha, du Amateur, sagt er. Aber schön, dass wir hier auch Kevins Musik hören. Mein Lieblingstrack aus dem Spiel. Echt? Eines meiner Lieblingstracks. Ich mag eigentlich den ganzen Soundtrack, aber der ist cool. Ja, ist gut. Na, aber ich jetzt da und die besser. Ist auch schon ziemlich fast die einzige Arena, die drei Abschnitte hat. Wir sind ja jetzt beim Abend. Einer der wenigsten, ne? Ja. Das war auch die erste Arena, die sie gemacht haben. Echt? Die wollten unbedingt Hubschrauber. Wir wollten unbedingt hochschauen. Möhre, der ist weg hier. Ah, das war nicht die Magde. Ist auch berühmter Sprecher, der da spricht. Der spricht hier auch nur bei Naruto. Gerald sogar. Ja, ich bin mal. So, mein erstes Kampfspiel von war Tekken 3 auf PS1. Demo? Die Demo, ja. Ich kenne, glaube ich, nicht die Tekken 3 Demo, oder? Oh, wie viele Demo-Versionen gibt es von Tekken 3? Da kannst du nicht wissen, welche er gespielt hat. Ja, ich glaube, die offiziell PlayStation, oder? Ja, aber da gab es viele Tekken 3 Demos. Genauso wie viele Tekken 2 Demos es gab und Bloody War Demos. Es gab verschiedene Versionen schon. Ja, Bloody War 2 habe ich sehr viel gespielt. Bei der Demo. Und wen hattest du da? Wen konntest du da auswählen? Ja, du konntest, Long the Tiger. Ja. Sting und wer war der dritte? Oder waren es nur die zwei? Ich glaube, das waren nur die zwei, ja. Okay, dann war es die. Okay. Das war die offizielle, ja. Aber es gab noch eine. Ich glaube eine mit Hugo und Alice. Das kenne ich dann nicht.
Kenne ich ja auch nicht an. Es gibt ja so viele damals Sachen, die kannst du echt Oh. über 20, 40 Jahren noch weiter aushändeln. Weil ich meine, ich sehe noch immer Spiele, die ich noch nicht kenne, und die sind echt gut. Euro Demo 1 war das mit Skoda Walls Medieval. Sagt ihr was? Medieval, ja. Klar. Ja gut, aber dieses andere. Es geht darum, welche CD er hat, ne? Ach so. Wie? Hä? Hä? Das ist doch Combo, oder was? Klar, Was? das kann backsteppen, alles klar. Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, du bist Venus. Ah, ich Geht hätte in die kicken Faust, sollen. Adam. Ich hätte kicken sollen. Aber hier, Zeitschrift war nicht. Welche Zeitschrift war das denn? Oh, sieht nicht gut aus. Ah, ich kann das weg. Was Ah, the warte. Wolf! Ja, kann ich nicht. Okay. Ich glaube, nur wenn ich ganz nah das mache, ne? Ja, der muss schon nah dran sein, ja. Ja, also muss ich genau machen, ne? Ah, er hat auch mal gewonnen. Good job, nothing like battling to Wolfen. Hat er auch mal anderes als hier? Ja, Special Interesse, ne? Kevin hätte ich auch gern in einem KOF langsam mal gesehen. Auch ziemlich interessanter Charakter. Vom Gameplay. Von aber kurz, mein erstes PS1-Spiel war Twisted Metal. Ich vermisse diese Serie. Twisted Metal? Twisted Sag mal was, Metal. aber. Ja. Aber ich weiß nicht genau, was jetzt so ist. Twisted Metal, das ist doch das erste Spiel vom God of War Macher. Ja. Dieses, wo du dieses Carmageddon-mäßige Ding hast. Ah. Just Event Session. Ja, da hilft sich manchmal nichts. Basketball! Was man mal erste Demo, ich glaube tatsächlich geht die GTA 2 Demo. Tatsächlich. Ich glaube, das weiß ich sogar noch. Also Weil ich das so jedenfalls, also krank gespielt habe, das glaubst du nichts. Eigentlich so wie ich Tekken 3 gespielt habe. meine erste Demo war nicht die erste, die bei der PlayStation dabei war, das war schon irgendeine aus dem Magazin. Oh. Komm mal. Jawohl, ganz Ah, her. da hast du gar, ja, da hast du mich, ja, da kam gerade der Griff. Na gut, Ah. ist ein netter Typ. Ja. Wie gesagt, also den würde ich gerne in einem Battle Fury mal, nicht Battle Fury, King of Fighters mal sehen. Klingt beides, ja. Der mit Kombos, ach du Scheiße. Brutal. Ja, brutal, ja. Ich glaube, die kann Power. ausweichen. Naja, doch Nee, nicht, hä? doch nicht Triple Gazer. Oh, ich Boah, hätte Burning! warten sollen! Zwischenmesser war ein Fahrzeugkampfspiel mit angebrachten Waffen zum Ja, Fahrzeug. Am Fahrzeug. das war so ein Achso, Auto, das? Jetzt weiß ich. das Auto-Arena-Spiel, ja. So ähnlich wie Carmageddon. Destruction Derby. So ähnlich wie Car Destruction oh, Derby ist auch ach, so ähnlich, ne? Destruction, ja, man kann es vergleichen, aber da hattest du ja Gimmicks und da ging ja darum, wirklich die anderen Autos zu zerstören mit Waffen und so. Naja. Das war so ein Arena-Autokampfspiel, kann man sagen. Ja, es gab ja in Amerika solche Sachen, ne? Nee, das kam hier auch. Bloß im Metal gab's hier auch. Ich meine, den Sport an sich. Nee. Nein, dann gab's nur Destruction Derby. Schade. Ah, das war gut. Das war auch. Okay, da krieg ich den. Daneben. Okay. Wie Minus doch immer, Mann.
Ah ja. Terry Bogart. Haben wir ein bisschen zu viel Schaden hier? Oh. Schade, ich kann das so nicht ausweichen, sagst du? Power Gazer! Take it easy, showing off those not really efforts. Ja, nimm's ruhig an, jo. Ja. Ja, der hat seine Verantwortung, ne, Terry? Ja. Musst du ein bisschen ballern, ne? Ah, so doll ballern, dass er nicht seinen Rising Tackle hat hier. Ah, ja, jetzt kann ich nicht wegkommen. Ja, fertig. Oh, das war gut. Ah, das ist nicht mehr. Ah, okay. Sehr genau muss man sein. Was, er kann mich wegtreten jetzt? Ja, bin ich. Bist du. Das ist gut. Beat up, Baby! Da hätte ich einen Schlag machen sollen. Wie er sich in der Luft nochmal umdreht und BAM! Der ist ein bisschen zu tief, der dort angesetzt. Da musst du einen Schlag machen. Auch nicht so krass animiert in King of Fighters 15. Beat'em up. Da springt er tatsächlich noch nach vorne nur. Und dann, weil hier dreht er sich ja nochmal richtig so. Das braucht er eigentlich nur einen GAU und den 2003er Elfer noch. Elfer? Ja? Ja, okay, das ist auch Garou Terry. Ja, der hat den GAU Terry an sich halt, ne? Sag mal so. Neo Geo Battle Colosseum weißt du jetzt nicht, ne? Aber das hat. Doch. Müsste er eigentlich haben. Weil Neo Geo Battle Colosseum hat ja auch nicht so wenig Animationen. Nee, die nehmen ja dieselbe Technik. Ah, aber es ist nicht als eins halt, ne? Das ist schon beide, ja. Ja. Gut. Are you okay? Weil es so klein ist, hätte ich gedacht, er könnte den so packen. Der hätte ich gedacht. Das ist Buster Wolf. Ja, wir haben schon vieles gesehen. Oh, sehr schön. Oh, Burning, Alter. Wie so eine Kanone, Alter. Ja. Ja, das war schlecht bedenkt. Ah, bin ich zu nah rangekommen. Boom, boom, boom! Da habe ich immer Wüste gekriegt, wo ich machen wollte. Also man könnte sagen, ja, also Vampire Saver kann man sagen, Street Fighter 3, Garou und King of Fighters 13 sind so das Beste, was Sprite-Animationen angeht. Ah, Quatsch. Ne? Egal. Wollte ich gar nicht machen. Kann man sagen. Aber schaut ihr dann? 20 Meter war ein Launch-Stile für die PS1, also das heißt, stimmt. Das Spiel ist 95 rausgekommen. Ich habe vor Anfang nicht die PS1, ziemlich spät habe ich die gekriegt sogar.
Ich hatte keine 1 selber, ich hatte erst eine 2. Wieso kannst Warte, du. was? Warte, 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 ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Warum wieder Freeman? Ah ja, was ich gedrückt habe. Aha. Aber er hat gedacht, vielleicht muss er sich befreien. Egal, machen wir mal ein bisschen was. Ah. Oh, ist er Rock klar. you! Yeah! Tobi Bogart. Bogart. Ich glaube, das habe ich verloren. Das Yokoso. habe ich verloren, ja. Was? Sind nicht so wie ey. Oh Mann. Burning, Alter. Oh. Dreh mir die Scheiße einfach weg. Boom! Okay. Ah, nichts befreit ihn. Oh, machen wir mal einen Chip noch. Die waren schon ein bisschen süchtig. So, du nimmst wieder Kevin. Ja. Alles klar. Weil mit, wenn ich Bud gegen Kevin, das war schon nämlich, das war doch relativ spannend auch. Das hat doch geknallt. Sind aber schon lange her, oder? Boah, letztens, wo wir das aufgenommen haben, ne? Letztes Jahr. Ja, ist schon ein paar Wochen und her. Halbes Jahr oder so, ne? Naja. Operiert und gut. Geht auch gut in Zivilader drin. Parieren und grabben. Na, ich muss das wieder lernen, weil da bin ich raus. Ach, du spielst Goro so oft hier. Ja, ich habe mich jetzt, wo ich das wieder gespielt habe, nicht mit dem Parry-System Du beschäftigt. findest doch besser das Spiel, das System. Ja, aber das Parry-System, da kann ich nicht so gut. Da muss ich Findest bisschen. ja auch einfacher als bei Street Fighter Ja, 3. klar. Das ist einfacher, das ist richtig. Aber da müsste ich wieder dieses Gefühl ein bisschen mehr bekommen. Aber dafür müsste ich das ein bisschen intensiver spielen. Ich spiele ja eigentlich nur so, ja. Weil ich Spaß an dem Spiel habe, nicht weil ich jetzt irgendwie gegen wen hier kompetitiv spielen will, ne? Nicht so wie damals. Die Freundin den Arsch versohlen. Aha. Klar, manchmal gelingt es mir, das ein bisschen zu parieren, aber. Dich von meinen Feuerbällen belästigen lassen. Was war das? Kein was? Das ist egal erstmal. Und nochmal. Bock schon ein bisschen viel. Ja.
Haben wir es ausgeteilt? Hast du gesehen, das ist Kokengyurium? Aber ich bin tatsächlich, ich kann mich nicht entscheiden, auf was ich mich mehr freue. Ein neues Fatal Fury God Wu oder auch ein neues Samurai Showdown. Was garantiert kommen wird. Na, man hofft es, weil das ist eigentlich Erfolg ist, ne? Ja, aber die wollen ja erstmal. Ja, ich versuchen sollen zu Aber feiern. volle Breitseite. Eieiei. Schade. Ah. Oh, das muss wieder genau sein. Das muss wieder Na, genau das sein. wird ich. Ah, Scheiße. Was? Was Ja. versteckt das bei ihm? Aber jetzt war nichts. Das war gut. Zu spät zu operieren. Kriminell. Kriminell, die Scheiße. Scheiße, doch. Nix der Kojoken-Technik. Ah, du hast aber auch Schaden abbekommen. Aber leben noch. Chop! Rückkopf höher! Uiuiui, da war aber lange. Wotaka! Kollision! Aber ich hatte zu wenig Energie. Schade. Auch wieder Kollision. Herr Fuß hat nicht getroffen. Na, Junge. Oh ja! Oh, Noch nicht nicht jetzt ganz. getroffen. Ja, Verschwendung. Diesmal der Autofokus, Adam. Ich hab daneben gehen sollen. Ja, darf doch auch mal Autofokus haben. Nicht nur du. Mit deinen Charakteren da. Ah, herrlich. Na komm. Das macht schon. Das macht schon Laune hier. Mit den beiden. Ja!
Ah. Das war gut. Das war gut. Poker abgeschossen. Oh, was? Ah, sehr gut. Dann musst du Ah. weitermachen. Habe ich nicht gekriegt, die Bewegung. Das war gut. Jo, Vogel wieder Auch gut. abgeschossen oder dem. Auch gut, ja. Drauf nur mal. Was hab ich doch gemacht, Rudi? Hier, Rudi, ja. Das war doch was. Oh. Willkommen zur Welt, Teddy. Geht ja Japanisch. Diesmal O. Als Begrüßung hat er gesagt. Komm, Hi, wann hi. war? Heißt guten Abend. Was war jetzt also eigentlich auf Japanisch mitternachts? Wo ist er denn mitternachts? Ah, nicht O. Mal gucken, ob ich was mit dem reise, aber. Nee. Manchmal verwechselt die halt, ne? Hey, hey, hey. Na. Oh, Nikos. Gatball. Das Sprecher von Kiyosaki. Aber damals, ne? Ah, so früh. Wie hat geklappt? Ja, sehr gut. Ohio, Ohio, also aber guten Morgen, oder? Ah, das ist nicht so gut. Ah, mit Gato bin ich nicht so. Ist nicht ganz einfach zu spielen. Der Typ. Alles richtig. Eine der komplexeren Charaktere. Ich finde keinen am schwersten. Kein Erheinerlein. Moin, moin, servus Leute. Schreibt der Welchen der Typ. Hey, schade. Voll Problem. Oh, hey, weitermachen. Der ist in dieser Animation gefangen. Aber wenn du noch am Boden getroffen hättest. Ja, klar. Oh, also Einmal was? töten. Ja. Versager. Sagt er. Aber ich habe eigentlich mein
ein Dings bekommen. Was schreibt er? Jage the Game. Jage. Achso, Jage, ja. Jage. Naja, sagt. Sprache, ne? Er sagt Hallo, ja. Okay, da bist du im Wrestling, wenn man sagt. Wrestling? Ja. Bist du im Wrestling? Ah, oh, mal gucken, ob ich das nochmal im Bad schaffe. Bevor ich die gute Lady wieder nehme. Bunny Janet. Come on. Da war er offen. Siehst du, das kann er aber. Oh! Oh! Zu spät zum Bloggen. Kyoko, gern weiter. Was? Ich hab gedrückt, du! Blöde Scheiß. Aber jetzt das. Auch nichts. Was? Das war knapp. Das war echt hart. Sag ja, bist du ein Bauer? Aua. Das sieht gut aus. Am Arsch! Oh doch! Oh! Wieder knapp geworden. Shit! Aber alle haben mich geklappt, danke. Genau. Wir sind einfach hier so ein Hardship. Genau, die sind sehr extrem. Immer ruhig, mit Muskeln und dann immer knapp gewinnen, oder? Jo, zwar will ich den Tentitude alle begrüßen, das ist schön. Bakio kennt Karate ja auch extrem, ne? Mhm. Heißt es ja tatsächlich, ja, ne? Was? Come on! Frame one! One paw! Warum nichts? Der ist echt gegen meine Sachen recht gut. Los jetzt. Scheiße! Aber jetzt das. Durchgehauen. Durch, was? Ja. Durchgehauen, ja. Durchgehauen, ja. Ja, so welchen Tentitel auch? Sehr schön.
Aber als wir knapp waren, ne? Vorhin. Ja. Glaub ich. Wegbissen! Ja. Ah. Und Skabba, 1-3, Wegbissen. Hukunare. Ja, ich merk schon. Du willst Lady. Willst du? Die Lady willst du. Einheben, so. Oh oh, Schaden. Schaden! Ja, weg. Den Schaden. Oh, nein, ich darauf ein jetzt. Konzentrieren ein bisschen. Ah, zu kurz. Ja, Feder, oder nicht? Ah. Das riecht doch. Hm. Shit. Chance gehabt und ich mach dich scheiße. Und geht's? Nee. So weit wir auch wieder nicht, Leute. Ah, so noch was. Schade. Nicht gut bekommen. Nicht gut bekommen. Einfach nicht gut bekommen. Mensch, Mensch, Mensch. So, brauchst du erstmal? Jo. Wie bin ich denn jetzt einen heben? Jo. Ach, das kollidiert nicht? Oh, schade. Habe gerade weg mit zwei Angriffen, Alter. Die sind nicht immer Special Moves. Tritt mit dem Schuh! Hackenschuhe sogar, Alter. Was? Ja, das machst du ja auch ständig. Ah, darf ich parieren. Okay, konzentrieren. Ja, da. Ach, das geht nicht, okay. Und Papa, wir singen, jawohl. Scheiße. Ausgekoppert. Lol schreibt Salvation Damage. Scheiße.
Ah, kriegt er nicht ran? Geh nicht mehr. Tot gechippt. Oh. Ich hab versucht uns zu parieren, aber. Und das war Level 1. Ja. Na, alle treffen, da geht's ja. Diese Dame. Hat ja, mir gefällt auch sehr gut ihr Gameplay. Gefällt mir. Sehr schön. Oh. Verbatze ich dann in die Böwe immer? Ja, die Salamon essen der Spiele sind gut. Ja, wir haben zwar auch mal angespielt. Also ein bisschen OP, die Sachen, die man machen kann. Ein paar Projektile und die sind eine Geschichte. Ja. Ah. Aua. Sehr viele R-Barrieren. Komm her. Okay, konzentrieren. Many, many torpedoes. Feiern. Wie wird da mal für schon Ding was coming to an end? Da kannst du feiern. Ah, let's go, baby. So, Power Sling oder auch nicht. Ah. Komm. Ah. Da gehen wir doch, sexy. Oh. Oh. Alles kommt nicht raus, ganz. Dann beschreibt ihn alles. Gerade wo wir uns Sailor Moon redeten, wer von den Sailor Charakteren ist euer Liebling? Haha. Also ich war damals tatsächlich verguckt in Sailor Mars und die beste Verwandlung hatte meiner Meinung nach Sailor Merkur, oder? War das Merkur? Weiß nicht mehr. Ja, das ist die Stauber, ne? Ja. War das Merkur? Ja. Also die hatte die beste Verwandlung. Aber ich war verguckt in Mars. Seine Mars. Also, manchmal sage ich, alles ist gut, aber sie selber und selbst mag ja verhältnismäßig zu den anderen nicht so sehr. Bunny Tsukino, wer macht schon Bunny Tsukino? Die hat ja auch Tuxedo Mask. Oh, mögen tatsächlich viele. Zellmond.
Also Bunny, Usagi, das heißt Usagi, nicht Bunny. Das ist falsch, Leute. Tja. Nur weil es übersetzt, ja. Was heißt. Ja. Das ist Schwachsinn. Ja. Sag mal, das erwähnen die auch nicht wieder, Bribut, oder? Du, frag mich was anderes. Oh. Was geht da? Die Nicht-Berührschau, Leute. Rengaru. Ah, war ich nicht so gut. Und? Oh. Ja, draufhauen. Und blablabla. Okay, was schreibt es noch? Zelda Mars schreibt Salvation Tenjin. Ja. Kommt ja was für dick gemacht hin. Und Amogus schreibt FC War gab's auf SNES, 64 GameCube und Game Boy Advance, aber die FC War Spiele waren alle sehr gut. Alle, ja. Ja, der erste war auch spielt, glaube ich, am meisten. Die F-Zero-Spiele waren durch die Bank alle sehr gut. Da gab es keinen schlechten. GameCube und Game Boy Advance waren es schon mal nicht bei mir. Was ist Verzeichen? Also GameCube müsste eigentlich Must-Have sein, weil das von Sega ist. Schade. Jo, ja, da bin ich. Oh, noch nichts. Oh, da habe ich so viel gehabt. Ja, pariert, das war mal Redam. Leider kommen da die Hacken, Alter. Ja, kommen die Hacken, Baby. Oh. Tenchi, also, das heißt es. Das, Katagana, was er, ganz schön mal nicht, was Salvation Tenchi schreibt. Bei Ten, das weiß ich erst ja, ne? Und jawohl! Ah, oh, Scheiße! Man schreibt Amogus, FC-Vo auf GameCube war das Beste. FC-Vo, ehrlich gesagt, sollte Nintendo FC-Vo an Sega verkaufen. Die könnten damit ein neues, krasses Spiel herausbringen. Ich glaube, die haben nicht das Geld, um die Rechte abzukaufen. Sega, nein. Nein, sicher nicht. Die geht finden sehr nicht so gut. Die haben sogar die höchsten Chefs die Gelder gekürzt. Wenn ihr die News kennt, ne? Die geht's richtig gut. Vielleicht die haben ein paar Sachen auch verkauft sogar. Zum Beispiel das legendäre Einkaufszentrum für Arcade oder was? Das wollen sie nicht lesen tatsächlich. Wegen der Pandemie halt, ne, war das, ne? Ja, die mussten schließen, ja, ja. Ja. Nicht getroffen. Ich hätte schießen sollen. Also, ja. Wind. Ja, Wind. Nee, das geht zu schnell.
auch nicht gut. Ich lebe aber noch. Aber ja, was immer da. Und so weit, Peter. Oh no, ich bin weg. Das war aber Max Verstappen. Ja, aber du bist viel zu nah dran. Ja, ein bisschen Abstand, ne? Ah. Er hat schon gesprengt. Da kommt er nicht ran. Jo, sehr schön. Oh, shit. Falsche Abfolge. Ach man, dieses Spiel. Ach, come on, Janet. Okay, ist auf diesen großen Mexikaner doch um hier. Ich find's so toll, wenn der seinen Finisher hinkriegt, dann steht er Adios. Wo steht Adios? Auf den hinteren Bildschirm. Wenn er seinen Finisher macht. Ja, die Fans, die reagieren darauf. Ja, ja. Aber das merkt man nicht während des, des Gefechts. Oh, es war zu früh. Die sagen Adios, Herausforderer. Du hast gerade verloren. Oh. Oh. Oh! Oh, das war so knapp! Das war so knapp! Das war so knapp! Ich will die arme Dame nochmal durch. Oh, Leben! Geil! Oh, wieder Schaden! Ist wieder weg! Zweiter Fall. Oh, direkt in die Arme laufen. Oh, nicht mehr dann. Ah. Job, Adam. Was habt ihr denn? Zerwischen, denn ich meine Zockerzeit hörte anschließend mit PS2 auf. Dann hatte ich andere Sachen zu erledigen. Bis 3, bis 4, Gamecube, Wii U, erst rechts, alle Xbox-Dinger und zwar waren einfach nicht meine Zeit. Nächstes Jahr hole ich mir aber eine PS5. Wenn es die dann noch gibt. Aber gibt's garantiert, ne? Natürlich. Da kann ja auch sein. Jetzt ist ja kein Problem. Die ist wieder ganz normal verfügbar. Gibt's auch ganz gute Angebote, also wo Spiele drin sind und du sparst einen Haufen Geld. Ja, das stimmt. Aber. Powersing, Baby. Er hat mich. Jop. Many, many Torpedos! Ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt eine hole. Einfach, was brauchst du eine bitte? Sag mal so. Oh, irgendwie mal gekriegt hier. Und Power of Thing, wo war es denn? Oh. Ah. Das war zu klein. Es soll eine erweiterte PS5 geben mit extrem externen Blu-ray Player. Bald. Ach, das ist Spekulation.
verbesserte Version holen. Nicht, dass ich das wie bei PS4 Generation 2 mal kaufe, einfach mal die Konsole. Ach. Oh, Agent! Agent! Ach so, okay. Der zweite Schlag, ich hab's ja gestern schon gesagt, der zweite Schlag. Bei dir sagt er doch, ich gehe nicht in die Extreme, was hat die in der Extreme? Viral oder das? Ich wüsste jetzt aber nicht, warum die jetzt eine verbesserte Version rausholen sollen, wenn die Kiste sowieso leistungsfähig ist. Verstehe ich nicht. Ja, also am Anfang war das ja auch bei der PS4 auch ganz. Die PS4 war nicht leistungsfähiger als das, was die da nachher mit der Pro gemacht haben, aber die PS5, die. Nee, ich meine, wegen der Spiele, die halt gemacht sind, weil die werden ja immer stärker und so, ne? Ja, aber diesmal haben die das Board so gut gebaut. Was heißt gut? Du hast das in der schon gesehen, also. Das ist, ja, viel, das, gesehen, ne? Das ist viel intelligenter gebaut als die PS4. Das ist die erweiterte Version von der PS4, sagen wir so. Nee, das ist doch ganz anders gebaut. Von Texturen her schon. Nee, das ist ein ganz anderes Board. Das ist ein ganz anderes Board. Junge. Das Internet musst du mal gesehen haben, das ist ganz anders. Das ist etwas ganz anders. Der Preis schlagt schon ein bisschen hoch. Naja, es ist auch nicht günstig gerade, ne? Ne, 550. Früher war der 500, jetzt hat 550, das ist ein bisschen viel. Na, unser Hobby darf ja auch mal langsam teurer werden, weil die haben sehr lange diese Preisstellung gehabt und ja. Ich habe nichts gegen, dass Spiele teurer werden oder Hardware teurer wird, weil das ist nicht günstig, Leute, das ist nicht günstig. Ne, und die werden, vielen, und ganz ehrlich, verdienen Milliarden, aber egal. Ja, trotzdem, ganz, willst du auch nicht für deine Arbeit bezahlt werden, oder was? Kriegen wir erst genug. Ich sage, ich habe gerade gesagt, sie verdienen Milliarden. Das ist eine ganz normale Strategie, dass man die Konsole billig verkauft, dafür das andere halt. Naja, aber trotzdem ist trotzdem Arbeit. 55 Euro finde ich noch sehr günstig heutzutage. Ja. Also ehrlich, für so eine Powerkonsole. Aber vorher hat die 500 gekostet. Naja. Ja. Ja. Das ist auch scheiße. Hä? Was ist dann scheiße? Arbeit muss bezahlt werden. Es ist so, als würde deine Arbeit, als würdest du keine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, wir haben nicht gekriegt. Ja, aber. Ja? Aber Arbeit muss bezahlt werden. Ja, aber. Ja, aber diese scheiß Erfahrung ja auch. Ja, aber trotzdem. Videospielentwicklung wird nicht günstiger, sondern immer teurer, also ganz ehrlich. Dafür sind die älteren Spielsysteme einfacher zu produzieren. Sehr wenig Geld sogar, was früher 100.000 oder mehr gekostet hätte. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert, ne, meine ich. Ja, was hat das aber mit der PS5 zu tun? Wenn das so teuer ist und das jahrzehntelang immer nur derselbe Preis war, dann darf das jetzt mal wohl den Preis angehöht werden, weil das war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Also, die haben uns viel... Der Controller auf 250, Alter. Naja, wer es braucht, ne? Damit kannst du ja echt sau viel machen. Ja, da hast du viel Sachen ein bisschen. Naja, wie gesagt, es gibt da Menschen draußen, die benutzen das voll. Was schreibt ihr? Mach nichts. Die wurde auch inzwischen verbessert gebaut wegen Engpässen. Verbraucht aber am meisten Strom wie ich. Weil erwähnt habe, verbraucht sehr viel Strom. Ja, weil das Power ist. Haben und die PS4 Pro ist der zweite Platz sogar. Ja, aber trotzdem, wenn du Leistung willst, dann musst du auch mehr Strom abziehen. Also, das ist doch klar. Aber nicht gleich über die Hälfte. Mehr ist doppelt.
Das ist mir egal. Hauptsache die Kiste läuft und macht die Leistung. Also wirklich, also da gucke ich nicht. Weil du könntest mit den Stumpfsuffel kannst du 4 Switches dafür ja, aber das sind aber ganz andere Hardware-Bedingungen. Ist egal? Nee, egal ist das nicht. Weil da vergleichst du Äpfel mit Birnen. Power ohne Ende, schreibt Savage Energy. Naja, das ist ein bisschen übertrieben. Nee, doch, das ist Power. Aber nicht ohne Ende. Doch. Ja. So krass. So krass, wie das Ding lädt und die Leistung ist stabil. Ist schon gut. Ah. Also. Und? Der kriegt nicht mehr. Nö, ich bin da sicher, ja. Ah, das springt so viel. Oh, kann ich ausweichen. Ich gucke nicht auf Strom oder Preis, sondern auf Qualität, sehr gut. Ja. Also generell, die beiden Konsolen sind eigentlich ganz gute Maschinen, also. Welche sind beide? Welche beiden? Na, die Series X und die PS5. Das sind beides gute Maschinen. Ja gut, aber Series X verbraucht die Hälfte, ne? Ja, weil das eine ganz andere Architektur ist. Hat die auch so kurze Ladezeit? Nee, oder? Doch, doch, klar. Echt? Bei so einem hohen Spiel gerade. Ja, die PS5 hätte die schnellen Ladezeiten. Ja, die hat auch schnelle Ladezeiten. Also, das ist schon. Die macht PS4-Spiele auch mega schnell. Das ist Wahnsinn. Aber also auch. Ich habe schon gesehen, manchmal sind es auch 2-3 Sekunden. Oder ja, aber trotzdem. Gegenüber den alten. Ja, gut, das schon, aber. Ich habe erwartet gar keine Ladezeiten. Ja, aber das. 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 Was schreibt ihr? Aber Neo Geo AS mit allen 51 Final Games. Ja. Ja gut, das ist aber keine Neo Geo an den PS5. Ist aber nah dran. Und die Geo hat tatsächlich null Ladezeiten, nichts. Ich habe Street Fighter 6 gespielt, also das hatte auch null Ladezeiten. Das ging sofort weiter. Aber Neo Geo AS mit allen 51 Final Games wird schon viel schwieriger. Blöde. Bist du nur 51? Gibt's ja mehr als 51. Oder? Da bin ich ein bisschen überfragt. Ich meine, da gibt's mehr. Okay, er muss langsam kommen. Hör ich langsam die Glocke klingen, hä? Ja, es ist dann besser wegen keine Geballare. Ach, beschwert er sich auf einmal gegen meine B. Janet oder was? Was? Was soll er? Okay, besser Link Power. Ah, nee. Man kann da probieren. Woo! Ja, keine Chance. Es kann aber ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, meine ich ja. Ah.
Ah. Hatte nichts gemacht. Okay. Boah! Scheiße, ich wollte schon machen. Was du machen wolltest. Yes! 51 von K 151? Fragezeichen. Meine Neo Geo hat über 300 Spiele, oder? Habe ich irgendwo gelesen. Na gut, der will jetzt die Glocke hören, ne? Ja. Du willst die Glocke hören. Da hole ich einmal J-Hund aus der Tasche raus. Ach, du willst die Glocke hören. So, so, ey. Diese Glocke, Alter. Ja, jetzt kommst du mit Scheiße an hier. Dragball! Gegendama! Gegendama! Ach ja. Schrauben. Alles genommen. Ha, sehr schön. Oh, oh, sieht gut aus. Aber CDZ-Spiele gehen nicht auf der. Ist ja klar, ist ja niemals portiert worden. Außer jemand macht sich die Mühe, das zu portieren. Ah, da war ich ja mal offen. Oh. Weg mit dir! Glocke hören, Alter. Kämpfen, Alter! Ah! Glocke, ja. Ah. Ah, gut, sehr gut. Ist das aber auch richtig schwer gegen die. Das sieht einfach aus. Leute, aber. Schraub selber, ja. ISS-Game, genau, ein Fighting Game weniger als die IS und das ist ausgerechnet Gauer, Mark of the Voice. Nee, ist mehr. Alles, was über 2000 raus ist, also King Quest 2000, das ist 9, 2002, 2003, Rage of the Dragons, die ganzen King Quest 6, das sind schon ein paar mehr. Aber 99 hätte es eigentlich schon das kriegen sollen, ne? Joa, aber da kam ja die Neo, da kam ja die Neo Geo 64 noch dazwischen. Nee, bei King Quest 99 war das letzte Spiel für die Neo Geo CD. Ach ja, setze ja so ein. Na, ah, das hat natürlich keinen Autofokus. Toll. Fußball. Und er tritt auf die andere Seite. Scheiße. Ja. Na, immer abhauen, ne? Nein, ich geh mal immer öfters. Ah, scheiße, ich hab doch einen Zweier-Hit gemacht, Leute. Ich sollte mich mal trauen, ein bisschen mehr zu kämpfen. Ah.
Danach bist du sowas von offen. Weg mit dir. Weg mit dir, Mann. Nikos. Die GG damals, Alter. Ich hab nicht so viel von denen. Ja, toll. Ich will verloren. Hat's nix mehr. Wie sage ich immer so schön? Dragon Ball am Arsch. Ah, Kampfsport. Und dann kommst du gleich mit Grant und machst mich kaputt. Dann würde ich lachen. Dann würde ich lachen. Ja, weil Grant ist mega stark. Aber nicht so stark. Doch, der ist mega krass. Oder eins. Schwarz Flame. Oder 1-1, nee. Ah, 13. Ja, Fehler. Oh, nicht ganz getroffen. Wie viel Glück kann man haben? Wie viel Glück kann man haben? Oh, Mann, das wäre der Schaden, den ich gebraucht habe. Geht ja mal. Ich vernachlässige meine Verteidigung. So sieht's eigentlich aus, Leute. Genau so. Nee. Ich vernachlässige halt meine Verteidigung, ja. So sieht es eigentlich aus. Das ja, ich habe direkt einen Dock hier, den ich hier ausübe. Den ich auch bewusst und gezielt ausübe. Weil jetzt zwinge ich dich ein bisschen zu blocken und dann ballert es erst richtig. Ja, diesmal hau ich echt ab, Alter. Okay, geh nur davon, komm her. Hallo Fokus, Baby. Hä? Du bist immer über meinen Kopf. Und Blushern. Barian, Baby. Und ich hatte noch Top. Ja, klar. Oh, was? Ja, ja, du machst auch so eine Scheiße. Dann mache ich die auch. Echt, ey. Man spricht zu weh manchmal. Ah, sehr schön. Wollt selber was machen? Naja. Sehr schön. Gewonnen! Plus Frames wegen Pavian. Ja, wenn ich richtig blocke und da richtig mich verheile im Kampf, dann siehst du alt aus. Okay, kämpfen hier und nicht irgendwie hier Dragon Ball Scheiße abziehen. King Dama. Okay, das war zu lahm.
Ah, Bitte dir. das war. Ja, wieso? Ja, habe ich gesehen. Toll. Ach, immer diese Wrecker-Scheiße. Also, Jamie würde dir echt gefallen in Street Fighter 6, wenn du sowas gerne spielst. Ui, das war aber Schaden. Du. Also, Jamie würde dir echt gefallen in Street Fighter 6. Spielt auch ganz anders, oder? Ja, aber er ist auch so ein Auch ein bisschen. Wrecker-Charakter. Naja, er verbindet auch so diese Schläge zusammen. Aber das ist auch sein Mantra halt, ne? Wenn du weißt, dass, ja, nach dem Schlag kannst du ihn bestrafen, dann bist du schon ein bisschen problematisch, aber trotzdem hat er gutes Zeug. Der hat viele Sachen, ne? Ja, umso mehr er trinkt, umso mehr hat er. Ja, Jungbox halt, ne? Komm mal, Grab. Ah, sehr schön. Was? Oh, ich hätte blocken sollen. Oder parieren? Nee, das konnte ich nicht mehr. Na, doch kann man ja, doch. Ja, schön. Du bist Oh, sehr weg. schön. Von ganz oben. Batsch. Nee, das hat keinen Impact. Er tritt sie ja nicht nach unten. Man macht einfach nur einen Roundhouse oben. Das ist kein Dragon Ball. Alles klar. Weg bitte. Ja, ich habe Scheiße geblockt. Was Ja. habt ihr? Essen gehört geraten, Ping oder so einzustellen und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten der Online-Spielverzögerung im Zweikampf. Ja, haben wir gemerkt, die Entschuldigung geht direkt an DK. Der hat es richtig nicht genossen. Aber bei mir geht's ja eigentlich. Die falschen Ping habt ihr eigentlich. In King war das 15, ne? Naja. Ja, das denken wir mal schon, ne? Ja, die haben, die müssen mit der Engine wahnsinnig arbeiten, ja. Ach. Hä? Ja, das ist jetzt das Problem, dass ich nicht richtig spiele. Viel zu schnell. Ja, das ist ein Problem, wenn ich an den Typen nicht rankomme. Erstmal die Hälfte weg. Ich hätte es schaffen können, aber ich wusste nicht weiter, wie ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schnell hinbekommen hätte. Das ist jetzt so eine Sache. Aber du haust jetzt immer am Anfang von mir ab. Du kommst ja nicht mehr zu mir. Und deine Nahkämpfe sind nicht so. Ach nee, sag bloß. Ja, komm her, so. Ja. Oh. Ja gut, das ist verständlich.
Oh, das ist dumm, hättest deinen Film machen können. Weg. Oh, sehr schön. Ja, das war falsch angestellt, ne? Ja, klar. Hä? Aber eigentlich müssen wir das ja testen, ja, ne? Eigentlich war auch gedacht, dass da der ja, es ist keine Blue Mary. Oder Kim. Sollte er rein nicht stürmen, ne? Ah, oh, das ist Blödsinn. Ja, das war Blödsinn. Ah, oh, ich hab schlecht gekontert. Du kriegst trotzdem Schaden, aber ja, das ist schlecht getimt alles. Ja, ja. Du bist sogar ein Reset dann, ne? Kann ich ja noch mehr machen. Das war. Das ist das Problem, wenn ich da nicht rechtzeitig schneller bin, weil. Das ist das, was ich meinte, meine Zuschauer. Das sieht einfach aus, wenn ich die besiege, aber da gehört eine Menge Geschwindigkeit dazu. Gegen die Alte, das ist schlimm. Ah, springen darf ich dem Beispiel nicht? Kannst du schon, du kannst ja reparieren. Nicht so schnell. Doch. Guck mal, du kannst so schnell greifen. Okay. Was auch immer du versuchen wolltest. Schrauben. Ah, das ist nicht so gut. Ah, da soll ich warten. Hast du ein Glück immer? Wie viel Glück kann man haben, ey? Echt? Was? Ach so. Geh da mal, geh da mal. Oh, ist das Blut? Nee, Explosion. Ich wollte gerade sagen. Im Kopf weg oder das. Ich bin hier, war du hier. Kim Jae-hoon, Vitality. Ist klar, Alter. Hat die Schnauze voll. Und Gerechtigkeit. Freeman hat ihn verdorben. Ja, wir sind ja nur so voll rein, wie gesagt. Oh, Oh. Natürlich nicht abspringen, wenn ich das abbringe. Das ist sehr komisch. Ah, nee, das ist zu langsam. Das ist zu langsam. Ja, kein Kampf angehen. Ja, das ist ein Special, okay. Ja. Heutzutage läuft wohl alles über Twitter. Da kommen ganze Infos dazu. Naja, ist halt so, ne? Ist schnell halt, ne? Ja, darum finde ich Twitter besser als Facebook. Ja, das so sieht's aus, wenn ich scheiße block. Komm mal, Crap. Das ist Kacke. Das ist die Scheiße, wenn ich nicht richtig blocke. Da kommen die Infos direkt von den Spielentwicklern. Bets, Turnieren und Pro Zockern meinen. 100 Pro. Aber auch bei Facebook, oder? Zum Teil. Ja. Hauptsächlich Twitter, ja? Ja, weil Twitter ist ja auch für Business-Leute gedacht, ne? Das ist ja auch für Unternehmen gedacht. Twitter. Mhm. Dann bin
nutzen jetzt eigentlich auch jeder hat, ne? Im Endeffekt. Naja. Ja, darum ist es auch so geil, ne? Na gut, die Leute sind ja da, dass man sie informieren kann, ne? Das verstehe ich nicht. Du bist noch ein Minus. Das ist keine Combo, deswegen. Ja. FP und Insta weniger. Facebook und Instagram ein weniger. Ja. Ja, wie dir gesagt, ist mehr für Unternehmen. Batsch. Danke ihm. Ja, guck dir das an. Die ist kaum gelandet. Ich kann schon machen, also. Ach, ich bin so blöd, ey. Wenn ich sehe, dass du diven willst, dann muss ich eigentlich den Move machen. Was eigentlich. Ja, jetzt lasse ich ein bisschen nach. Come on! Hä? Guck mal, du kannst keinen Schlag setzen danach. Ja. Das kommt davon, wenn ich nicht richtig blocke, Leute. Weg bist du. Nicht ganz, oder? Ja, weiß ich doch. Scheiße. Oh, das ist schwer, das ist so buffen. Ach. Ich achte nicht auf den Balken. Ja. Einmal nicht auf den Balken achten, ist man weg. Ah, so. Selbst die YouTuber und Twitter empfehlen. Ja, das ist ja auch Unternehmen in den Text. Ich mache ja aus meinem Kanal ja kein Unternehmen. Deswegen, was soll ich auf Twitter? Ja, aber ich wäre dann selber nicht aktiv. Was soll das? Zu früh losgelassen. Ich hab doch Flash Kick. Ah, ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg, weil du mir mit Top wieder zu viel abgezogen hast. Ja, jetzt wartet er wieder ab. Ach Mann, ey, das ist. Und das meine ich, Leute. Das sieht schwieriger aus, als es aussieht. Das ist. Und Blaschan, ne? Ja. Toll. Danke, Nini. Schönen Wiedersehen. Batsch. Deswegen, wenn ich dich da so leicht besiege und das sieht leicht aus, nee, da gehört eine Menge dazu. Mache ich einen Fehler bei der alten, ist vorbei. Das ist leider beknackt. Außer ich habe die Chance rauszukommen und dann muss ich ganz schnell überlegen, was ich mache.
Guck mal, die kann sofort danach was machen. Und das kann ich zum Beispiel nicht blocken. Ist ja Kommandogewehr. Guck dir das an. Nicht mal damit kann ich sie brechen. Guck mal, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur... Ja, was soll ich da machen? Ich habe keine Übersicht, weil vorne hinter mir bist ja so schlimm wie ich in Grimble Fantasy Versus. Das mache ich auch. Top. Oh, ich bin weg. Ja. Oh, jetzt riech ich trotzdem. Ja, das Füße. Das ist unfair. Das ist unfair. Oh. Das meine ich, die Alte hat viel zu viel. Oh. Das hätte ich gewinnen können. Na, schreibt ihr? Die Lübe reicht auch völlig. Wegen Twitter, ne? Es kommt darauf an, was du mit deinem Kanal machen willst. Ne? Ja, mehr ein bisschen ja? Erfahrung geben, größer werden und so. Erstmal musst du ein größeres Team haben. Dass der Top-Angriff nicht. Guck mal, ich kann danach nicht angreifen. Guck mal. Jetzt mal so als Beispiel. Ich kann nichts machen. Ich muss genauestens blocken. Da kannst du nicht gegen angehen, die Alte. Ich habe eigentlich geblockt, aber auch gut. Guck mal, er macht's schon wieder. Guck mal, er kommt schon mittendrin wieder sein. Uppercut machen. Und verstanden. Ja. Und das ist das Problem. Deswegen, das ist die Kunst, gegen die zu spielen. Das ist ja das. Ich lasse nur ein bisschen nach. Oh Mann. Puh. Ah, zu früh losgelassen und jetzt bin ich im Arsch, weil die Top hat. Jo. Guck mal, ich kann keinen Uppercut machen, aber ja, kann nichts machen. Wie dem Abmaster hat schon längst gesagt, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist aber der Charakter. Oh. Der Sturm war auch Blutschaden. Das habt ihr, da war ich den Daumen hoch einmal und mit Blocken hattest du ja schon öfters Probleme in die Game. Also Verteidigung, ne? Und wieso hatte ich Probleme, wenn ich richtig... Ja, weil du alles kannst du ja blocken in den Effekt. Bis auf ja. Den Kommandogriff, kannst du alles blocken. Ja, aber das Problem ist einfach, ich muss die Offensive ja abwägen, weil wenn ich keinen Druck da mache und er haut hier durch... Guck mal, ich kann nichts machen. Guck mal, ich kann Flames. Ah, so nichts. Wegen Babylon. Das meine ich ja, ne?
Hä? Guck mal, schon wieder. Ich konnte nichts machen. Ich habe schon meinen Flashkick gemacht. Nö. Er schreibt auch, ja, schwierig. Er greift natürlich so an, dass du nicht so gut blocken kannst. Ja. Ich laufe auf Messen zu, auf rein. Weg bist du. Nee. Das kann doch mehr. Back. Kann ich auch sagen, der ist abgehauen. Das war ja da doch, ne? Ah. Ah, kann ich auch halten, so. Aha. Ah, nicht getroffen, aber. Gibt's aber auch mal. Guck mal, wie willst du dagegen zwischenkommen? Da kommst bei den anderen kommst du auch voll das Gute zwischen. Guck mal, und er denkt, sie ist auf der anderen Seite, aber er ist hinter mir. Das ist so die Scheiße, mit der ich immer zu kämpfen habe manchmal. Das ist das Problem. Ja, durch einen Dritt geht er auf der anderen Seite. Ja, und warum habe ich da keinen Autofokus? Ne, das... Du hast ja schon einen Angriff der Galerien, deswegen. Sie will nicht checken. Das ist aber am Ding, glaube ich, auch so, ne? Sogar. Ach Mann, ey! Guck mal, ich mach meine Zitte von oben, die treffen dich nicht. Das ist doch dumm. Da. Ich hab dir doch gerade die. Ah ja. Das meine ich, die Alde hat einfach zu viel. Das ist manchmal mir echt. Oh, Hälfte weg. Ah. Guck mal, ich zitte sie, das sieht es nicht. Ach Mann. Wie kurz? Ja, was bringt mir das? Ich hab kaum Leben. Du brauchst mich nur anpusten. Siehst du? Ja, aber auch getroffen. Du brauchst mich nur anpusten schon wieder. Ey, das ist schwierig. Da muss ich mehr Druck machen, deswegen. Ich bin halt nicht so der defensive Spieler und warte ab, bis derjenige das macht. Ich bin da schon mehr. Ich bin schon mehr der offensive Spieler. Kraft schreibt, ja? Ja, bin ich nicht mal so viel Energie mehr gehabt. Ich hatte gar nichts, deswegen. Mein Problem ist, weil du sehr viel mit dem Top da wärst. Ja, ne, so ist mein Arbeit, ne? Alles klar! Ach. Dumm. Einfach dumm. Abwarten, bis er kommt. Ja, am Arsch. Das ist, Baby, kannst du doch. Ja, was soll ich da für eine Chance haben? Was soll ich da für eine Chance haben? Jetzt mal ehrlich. Hä? Entweder ich mach den Anfang richtig oder ich verkack. Du hast. Ja, gut, das ist halt mein Risiko auch, dass ich mache. Wenn Top weg ist, dann ist er weg, ne? Ja, dein Top ist mir jetzt scheißegal. Mein Problem ist einfach, ich komme da nicht ran. Wenn ich da nicht richtig anfange. Guck mal, das hier meine ich. Guck mal, die gehen auch nicht K.O. Das ist totaler Bullshit. Dorian. Alles klar. Aber du kannst. Was? Ich meine, das habe ich ein bisschen so früh gemacht. Guck mal, ich kann mein Special auch nicht machen. Das war ein bisschen rechtzeitig.
Wir versuchen zu parieren, hä? Anstatt anzugreifen. Das verstehe ich auch nicht, den Angriff. Ja, Top-Angriff. Jetzt sind wir in Flutschigkeit, ne? Guck mal, ich zit schon eigentlich vorher, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Natürlich! Ach, leck mich doch! Ah, Mann, ey, wie klein sind die Hurtboxen von der Alten? Er ist nicht die Größe, ne? So, das ist schon schwer für mich, Ersatz. Ah, das war dumm. Das war dumm. Und schon wieder. Ah, jetzt bin ich tot. Oh! Oh. Naja, krass, abgesehen, die Gegner hat abgewartet, geblockt und als Reaktion gut getreten, aber hat Bienenabmaster nichts getroffen, schon heftig. Er hat der eine am Move dann, ne? Hm. Oh. Guck dir das an. Guck dir das an. Da komme ich jetzt nicht weg. Ja, toll. Das meine ich. Fängt die einmal an. Und willst du einmal raus? Da musst du einmal die treffen. Ja, da darfst du auch nicht angreifen, da musst du warten. Warten, warten, warten. Und so ein Typ bin ich nicht. Guck mal, ich kann sie auch nicht treffen. Ja, das war auch wieder ein Kampf für den Katz. Fuzis, schreibt Television der Gym. Winkt nichts, die ist sicher. Ich krieg immer gleich einen Uppercut oder die ist sicher. Also die musst du haben. Anders kriegst du die Alde nicht weg. Anders kriegst du die Alde nicht weg. Ja, wenn ich ansetzen kann, dann weiß ich, dann mache ich das, aber pff, die machen einfach weiter. Die springt auch ein bisschen viel. Oh, das ist wieder so. Dagegen. Das war dumm. Danke für den Klo. Katzenklo. Aber ich gebe es nicht auf. Aber ich muss es. Wie gesagt, wenn ich da schnell dran bin und schnell Entscheidungen treffen kann, dann ist okay, aber. Na, damit zum Beispiel kriegt er mich. Guck mal, ich treffe die Alte nicht, weil die viel zu klein ist. Ja, nicht ganz getroffen. Eine Zigarre. Oder auch nicht Zigarre. Ja, High-End. High-End. High-End, Leute. Mit mehr nichts. Werfen mit vielleicht? Nichts gewonnen, Alter. Mit nichts gewonnen gegen die Alte. Ich dachte, du wärst K.O. Naja. Alter, mit nichts. Oh. Alter! Sei welchen meins mehr werfen? Nee. Das ist nicht sowieso nicht meine Art. Ich werfe nur, wenn ich weiß, dass es safe ist und in diesem Spiel ist Werfen. Ja, soll eher so eine Reaktionsart. Ja, schwieriger als ein Zufall. Das ist eher wie. Das ist eher wie. Wie nennt man das? Guck mal, die verfolgt dich auch, warte. Blocken. Na, das ist das Problem. Ah, das hätte ich nicht machen sollen.
Oh, da springt er. Und da kann ich jetzt nichts machen, weil da bin ich im Minus. Siehst du? Die verfolgt dich, die Alte. Das ist so nett. Das ist so ein kranker Typ. Scheiß Charakter. Das ist. Echt? Kung-Fu. Ja, aber trotzdem. Das ist nicht leicht hier. Leicht ist was anderes. Guck mal. Ich kick die Alte nicht. Ja, komm nicht raus. Geht zu langsam. Ja, soll ich ein Zettel nachts? Ja, ist halt nicht einfach, das merke ich auch, ne? Wie gesagt, wenn ich da dich im Kampf zwinge, weil ich dich zwinge, wenn ich dich in der Bedrängnis habe, dann ist gut, aber wie gesagt, es ist nicht die ganze Zeit leicht, das zu halten. Ach, scheiße. Jetzt bin ich ja am Arsch, Alter. Was hast du zum Tools? Du aber auch? Naja. Ich sehe, wie meine Tools funktionieren. Oh, ein Kombo? Ja. Oh Mann. Das kannst du sehr schnell machen, ja. Ja, das kann ich zum Beispiel nicht machen. Sie geht da nach vorne. Ach Mann, ey. Guck mal, nur mit Feuerbällen hast du mich besiegt. Mit nichts anderes. Wir haben uns die ganze Zeit nicht berührt. Nur scheiß Feuerbälle. Na, oh, fucking Spell. Ach so. Ja. Ja, es ist wie teilweise, wenn ich dir sag, werfen. Ah, ich bin im Minus. Ja, Gott. Gut reagiert. Wow, gut gespielt. DK, letzte Runde. Hm. Vorletzte mittlerweile. Hm. Ja. Also schön. Aber ich das nicht hatte. Ne? Visier. Ja, so schnell wie die Spiele hier laufen, das. Ja, das, ja. Ja, das ist wie PS4, meinst du? Einfach nur gleich ballern. Das ist, ja, so ist Street Fighter 6, genauso. Genauso. Ja, oh, nee, guck mal, hast du keine Chance. Da hast du keine Chance gehabt. Ja, eigentlich. Ja, und hier halt, ne? Aua. Das war nicht schlecht. Oh Mann. Asatsch. Das ist auch so eine dumme Kacke. Guck mal, er macht es 10.000 Mal und er kann da machen, er ist ein Plus. Na, er ballert nur noch. Weil er weiß ganz genau, er würde gleich in die Fresse bekommen. Deswegen. Mein Gott.
Die Hotaru, ey. Gut, du tust dafür mit Terry ballern. Oder mit Janet. Ah. Ja. Naja, okay, aber... Ah, das... Das, trifft nichts. Aber das Arm. Ja, was sollst du da machen? Wenn du da nicht den Anschluss findest bei der Alten, dann hast du verloren. Das ist so. Was? Ja, ich, hab, ich war doch 10.000 Meter weg. Ja, du rennst durch Schlägen. Ja. Seht ihr, Alter. Draußen getroffen, siehst du? Ja, ich bin aber auch ein Schritt zurückgegangen. Vielleicht hat Cam Antiballamus. Antiballamus hat er das? Nein, hat er nicht. Nee. Hat er, glaube ich, noch nie, ne? Wir sind hier nicht in Street Fighter. Und wie viele haben die jetzt ja auch nicht, oder? Oh, was meinst du, wie viel Yuri hatte? Oh mein Gott. Ja, gut. Die hat ja auch diesen Beinüberschlag. Ja, wir reden hier von... wenn du Tatsumaki damals richtig gemacht hast, doch. Weil wenn Zangief mit seinem Dreher-Dings wegmachen kann, dann kannst du das mit dem Tatsumaki früher ins Super Speed Fighter ging das machen. Kimin G15 hat's. Ja, den neuen Move hat, ne? Aber vorher das nicht so richtig gehabt. Ne? So oh, was. Doch, wenn du dich richtig einsetzt, dann rennt er auch durch. Das ist ja so, wie Drew Mary das ja auch macht. Ja gut, bei einem Special, aber... Ja, ja. Normal, weil es halt... Das aber der hat keine Projektil-Safen-Sachen. Also, wenn, dann... So, und da bin ich jetzt schon wieder im Nachteil. Ja. Nicht den Anschluss gefunden. Yeah. Das meine ich. Guck mal, ich treff die Alte nicht. Und du, ich treff dich. Jawohl, ey. Weiß ich doch. Das meine ich. Er trifft immer, egal was er macht. Oh, oh. Komm mal, Grab, aber geht nichts. Batsch. So, jetzt können wir. Sehr schön. Jo, perfekt. Fans. Richtigen Moment. Oh, wieder nur so eine blöde Hand. Das meine ich, weißt du, er kann machen, was mit der will, die trifft immer. Aber ich muss präzise treffen. Das ist. Sackschwer. Das mit der Hand. Das war präzise. Nee, da hast du einfach nur dein Special gemacht. Na. Hätte ich zu früh gemacht, hätte ich wieder voll daneben gegangen. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Das ist totaler Schwachsinn! Die macht einen Feuerball, keine Hitbox. Boah, leck mich. Echt. Alles genommen. Ja, und schon wieder weg. Ja, was soll man da machen? Was soll man da machen? Oh. Und das darf ich nicht gleich machen, weil er gleich das dahinter bufft. Yo. Kann nichts machen. Oh. Guck mal, ich kann nach den Zweier auch keine Combo machen. Das war ganz genau, Alter. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn, ey. Du bist so auf dem Boden gelandet. Ach komm.
Mittelkurze Sprungkicks, die Projektile ausweichen und dann den Gegner treten. Nee, dann macht er so, dann macht er sofort die Schraube. Nee. Ich Minus bin halt. Nee, ich bin ein Minus. Du bist ein Plus. Kannst sofort, wenn du deinen Ball geworfen hast, kannst du ja die Schraube machen. Das riskiere ich null. Oh Mann. Guck mal. Komplett sicher, die Scheiße. Ja, ich muss, ja. Aber siehst man, das ist möglich. Ja, aber ich muss da gehört so viel dazu. So, gleich 100 Kommentare raus bei mir. Schön unterhalten, die Leute. Das ist aber, wie gesagt, das ist... Guck mal, das meine ich. Du bist nur am Ballern. Was soll ich da machen? Wenn ich da nicht einmal rankomme, dann ist weg, dann ist Ende. Guck mal, selbst da ist sie safe. Guck mal, selbst das hält sie nicht auf, weil sie da auch sicher ist. Kurz ab. Ja. Komm und grab. Guck mal, die hat alles. Das ist das Problem auch. Ah. Gott. Aber ja, bei Street Fighter 6 war das auch ähnlich hässlich. Das ist Beispiel Manon. Mit jedem Wurf wird sie... Die ist krass, schreibt Salvation Damage. Er sagt ja die KIA die ganze Zeit. Ja, kein Special. Mit keinem Special kann ich seinen Sprung aufhalten oder was auch immer. Wenn ich da nicht dranbleibe. Guck mal, kann sofort die Scheiße machen. Oh Gott, das war ein. Das war Glück. Guck mal, ich kann dich auch nicht greifen. Nix kann ich. Nix. Also greifen ist auch nicht. Also kannst du echt vergessen bei der alten. Die ist viel zu sicher, die Kacke. Seh nicht wie Chun-Li. Die ist in allem sicher. Street Fighter 3. Bescheuert. Toll. Toll hast du es gemacht. Jetzt habe ich wieder verloren. Weil du Top hast. Was? Das habe ich doch geblockt. Nee. Ja, guck mal, da kannst du nichts machen. Guck mal. Jetzt kommt wieder ein Command Grab, ein Fireball und ein Dive von oben und die ist immer ein Plus. Und da gleich eine Schraube. Guck dir das an. Du kannst sie nicht interrupten. Nee. Guck mal, ich krieg Schaden. Ah, geht auch irgendwie. Das andere geht aber, ist besser halt. Ne? Ja, aber ich verliere trotzdem. So, wie viele Kämpfe hast du jetzt auf einmal vier hintereinander gewonnen? Viermal? Ja, siehst du? Das meine ich, also das ist nicht leicht. Gegen jeden anderen mag ich gerne kämpfen, aber die... ist so eine Sache. Guck mal, ich mache einen leichten Normal, geht nicht.
Und Command Grid. Ja, siehst du? Also, echt. Mach das zweimal. Und schon wieder. Und guck mal, ich bin danach nicht sicher. Er kann sofort diese dumme Schraube machen. Ja. Wenn du da nicht rankommst, ist Ende. Ah, Leute. Langsam bin ich auch fertig. Bud kann dagegen Ballanschatz verwischen, Digi. Ja, Bud, ich spiele aber hier einen Kampfsportler. Gegen eine, die alles hat. Also, Leute, bleiben wir mal hier realistisch. Guck mal, selbst der Scheiß, sie hat so kleine Hurtboxen, dass der Scheiß nicht trifft. Das ist schon traurig. So, das ist Überraschungsmoment, damit rechnet er meistens nicht. Wenn er gerade was macht. Aber das ist auch... Ups, nee. Ja, das darf ich zum Beispiel nicht machen, und wenn ich das mache, dann... Ja. Geh da mal. Oh, warum? Ganz billig. Was hast du sogar? Ganz billig. Cool, schreibst du welchen Gym? Ja, cool bleiben. DK, cool. Nee. Ja, schreibt der Salvation Tagi. Da kann man nicht cool bleiben. Da muss man sich kurz aufregen und dann wieder konzentrieren, weil. Oh, Schaden erstmal weg. Guck mal, selbst davon stirbt er nicht. Bro, du blödes Spiel. Blödes Spiel? Weil der erste Treffer nicht getroffen hat? Was soll das denn? Wegen der... Am Schluss mal nicht. Das gerade eben. Ja, das ist so. Ja, 50-50 Chance. Was macht er? Oh, oh. Oh, hast du ein Glück. Und. Oh, oh. Alles klar. Aber du blockst das. Ja, jetzt hast du den Bogen noch schon. Nee. Zwei. Mal gucken, Alter. Nee, hab ich nicht. Wenn ich da, wie gesagt, wenn ich da nicht einmal rankomme. Wenn ich da nicht einmal richtig gut rankomme, dann ist vorbei. Gut, schreibt Salvation Deji. Wie gesagt, das ist schwieriger, als es aussieht. Nee, das war zu langsam. Alles klar.
Ah. Ja, Go, go back! unglücklich, unglücklich, ja. Jetzt geschafft. Oh, nee, komm, das hätte mir mal das Spiel geben können, ne? Herr Julimov. Was für ein Julimov? Ja, der, das ist ja so ein Julimov, die Ja, aber mit der hat Fuß keine, hat, ne? ja, aber die hat keine Juli-Regel. Hat Kim eine Konterstellung? Nee. Generell, ich spiele auch keine Charaktere, die Konter haben. Oder selten. Und wenn, dann benutze ich sie meistens nicht, weil das, ich finde das meistens billig. Das meine ich. Kommst du nicht einmal ran, bist du weg. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ah. Nee, zu früh. Und jetzt bin ich in der Ecke. Ja, und er hat natürlich Glück, dass das nicht Autofokus ist. Ja, geil, Alles klar. Ja. Haben wir mehr. Ja, das war wieder ein Satz mit X. So, habe ich das? Ah, ich wollte nicht Rock. Oh. Nehme ich dir wieso? Ja, toll, in meiner Farbe willst du mich verwirren, oder was? Ah, ich kann die nicht. Doch, man muss anhören. Siehst, variieren. So einfach ist das. Das ist nix. Das ist echt nix. Oh, das ist nix, Leute. Schreibt ihr? Naja, Konda gehört zu manchen Kampfsystemen dazu, wie Aikijujutsu zum Beispiel. Ja, aber generell, ich finde, das sind. Ich weiß nicht, ich finde das. So wieder. Ich finde das nicht so toll. Wenn du eine Command-Counter hast oder so, ja, okay, das würde ich vielleicht allerhöchstens akzeptieren, aber.
Guck mal, das meine ich. Ich habe keine Lücke, da reinzukommen. Kazuma hat einen mächtigen Konter-Special, wie auch Toto. Na gut, das ist ja auch. Ja, Konter, okay, also die machen auch Aikido, ne? Das ist was anderes. Aikido besteht eigentlich nur aus Konter-Sachen. Das ist kein Kämpfen. Das ist eigentlich nur die ganze Zeit parieren, kontern. Ja, Regel Nummer 1. Auf den Kopf. Ach! Die Wüste. Gieß auch? Ja gut, ist auch sowas wie Aki. Ja okay, er ist ein Boss-Charakter, er muss sowas können. Da sind so manche Regeln bestätigen mal die Ausnahme. Und wenn... Ja. Ja, und wenn Rock... Na gut, Mr. Big kann sehr nichts. Oder Wolfgang Krause kannst du in 98 Ultimate Match. Ja, ja. Und in Reboss. Das kommt ja da, von der das Krause kontern kann. Sein Powerbomb. Kann er kontern. So, was war das jetzt? Guck mal, ich kann nichts machen. Ich blocke. Ich muss ja in den Kampf gehen, der kommt ja nicht zu mir. Der ballert nur. Wartet ab. Ja, was soll ich da machen? Guck mal. Gibt's so das Bad-Matchup für den Typen? Ach, die ist Bad-Matchup für alle. Nee. Boah, was die alles kann. Was die alles kann und sofort. Guck mal, was soll ich da machen? Du bist nicht mal gestunt. Ich hab dich getroffen und kannst nichts machen. Die Alte kann sofort. Die hat echt Street Fighter-Regeln. Sobald sie landet, bläh, sofort im Plus, Alter. Echt. Boah. Nervt mich das. Ja, kann ich nicht machen. Ja, was soll ich hier machen? Jo. Ja, kann der. Und ich bin gleich weg. Und komm, mein Platz, ne? Ja, oder das. Genau, du musst nur kloppen, weil du weißt, du hast genug Energie. Ja, was soll ich da machen? Mann, ey. Oh. Oh, dann nimm. Was? Ja, Hitbox. Nee. Schwachsinn, ich war über den Kopf. Ach, come on, Alter. Oh, da ist der Sieg. Sehr schön. Come back für die Game. Final Rounds. Ja. Warum bin ich so naiv? Oh. Was? Noch ein Plus. Lach. Ich lache nur. Das ist lächerlich. Guter Kombo vorhin. Kombo. Guter Kombo vorhin, schreibt Stanchi. Ja, wenn ich die hab, ja. Das ist eine Standard-Kombo, die ich, wenn ich mit dem mache. Ist auch gut Schaden.
So. Jetzt habe ich mal versucht zu parryen, geht nicht, weil... Und weg bin ich. Ja. Schwierig, ne? Oh, Jesus. Ja, aber das war's auch wieder. Guck mal, ich kann nicht sofort mein Special machen, weil... Ja, da hatte ich Glück, dass du vor mir gelandet bist. Ja, Feuerball, da kann ich nichts mehr machen. Was? Was kann kaum fängt der Kampf an? Hälfte weg. Ja, ja. Ja, aber ich auf Risiko spiele, ne? Tun wir ja beide. Ja, jetzt sag ich, hab das ja von. Du hast ja früher normal gespielt, ne? Mhm. Ja, aber was bringt, ne? Naja, man muss sich erstmal wieder reinfinden, ne? Wie lange habe ich da Garou in dem Moment nicht gespielt? Sehr schön. Ja, guck mal. Ich kann da nicht nach vorne pirschen, kann gar nichts, weil... Guck mal, sie macht das ja nicht mit dem Kopf. Sie macht ja wirklich die Hände, wie gesagt. Ja, Feuerball weg. Mit? Nee, das sind die Hände. Was sagt Service und Tenshin? Bin mal gespannt auf seine Antwort. Und auf der anderen Seite. Ja, kurz ab, ne? Und er ist immer noch nicht weg. Er hat so viel Energie wie so ein T-Sock, ey. Leck mich doch. Gesprungen, Alter. Was? Achso, das kennen wir schon. Ein Kommentar. Oh, das ist so dumm, dass das nicht gegen den Griff kommt. Ah, ja, klar. Ah, da geht's. Perfekt. Ach, das ist Bullshit! Ja, klar! Das meine ich, die hat keine Hurtboxen bei so einem Kack. Die ist safe. Also, wer mir nochmal sagt, gegen die ist leicht zu kämpfen, Alter. Er hat noch nie Garou gespielt. Sieht aus, als ob... Die Hände mit dran sind. Oh, okay, der sagt auch Hans. Mit dran oder auch im Kopf? Weil die ist ja vorne mit der Hand gar nicht vorne, ne? Ja, komplett oben auch ohne Hitboxen. Guck mal, auf einmal treffe ich dich nicht, obwohl das immer. Ja, natürlich blech das. Und das blecht auch. Was blecht nicht? Ich spring nach oben. Ist egal. Alles war drissig. Ja, weil du gelandet bist. Wie gesagt, das ist alles eine Frage des... Guck mal, whifft schon wieder, weil... Ja,
Oh, der hat was machen können. Interessant. Weg. Verloren, ja, siehst du. Hm, wahrscheinlich macht der Kopf keinen Schaden. Die Animation geht's aber schnell. Ah, oh, okay. Letzten Kämpfe. Weil. Willst du? Ja. Okay, letzte Kämpfe. Weil ich werde schon langsam. Alle drei, letzten drei Kämpfe, ne? Sag mal. Oh, alles, was du sagst. Ja, okay. 0-0. Bis zur drei Kämpfe gibt es einen. 0-0, ja, eine... ja, am Arsch. Doch, ja, jetzt schauen, jetzt sehen sie. Also, bisschen. Das ist Spaß, dann jetzt geht's um die Ehre. Hör was. Na, ja, was andere gibt's? Wird hier jemand traurig? Ja. Ah, ja, war's, was ist das? Nee, du warst da, dazwischen hast du noch dran. Oh, sehen die gut aus? Kann man schaffen. Jo, go back. 1-0. Ja. Ah, bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz mit dem Hund raus. Okay, machen wir mal Pause. Vielleicht mal gut eine kleine Pause zu machen, Leute. Ich mache auch eine. Also, dranbleiben. Also, stilles für mich. Dann so, dann. Machen wir noch. Also, stets, also. Mhm. Schaffst du es oder war es die Entscheidung? Für den Kopf, der sagt, jetzt kannst du loslegen, wie es geht. Oder? Mal gucken. Ah, der was machen können und auch, naja. Mm. Ah. Nur die Hälfte abgezogen, weil. Langsam. Ah, dagegen kann ich doch nicht. Oh, das kannst du parieren. Los. Oh. Gedroppt. Okay, jetzt ist, könnte es das Ende sein für mich. Das war die Synchronisierung. Kampf vom Leben und Soos hier. Oh. Mann, Mann, Mann. Okay, 1-1, tatsächlich. Ja. Ich stelle mich aber auch ein bisschen blöder noch. Okay, wer gewinnt denn? Auch Pokal wieder. Okay. Von zwei Welchen, Teji? Na, ah, das war ein bisschen zu nah.
Just Events in der Luftfliege, ne? Schon von DK. Auf die Knöcke. Zu viel, zu viel. Ja, sehr schön. Ja, ich hab verloren. Ah, noch nicht ganz. Oh, Konkel Gamash. Leute. Jo, wieder. Ja, verloren. Lustig. Tja. Was sagt man dazu? Ja, gewonnen. Aber das ist ein gut gespielt. Ja. Ja, das... gutes Spiel, DK. Ja. Ach, ich bin auch fertig. Ich meine, wie lange sitzen wir hier schon? 3,5 Stunden, ja. Ja, das war mal wieder dann eine fette Fight Night Session mit Garou, Mark of the Wolves. Ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und einen Kommentar. Ja, und wenn euch nicht nur mein Garou oder Fighting Zeug gefällt, dann lasst ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ja, ich würde sagen, ich bin die Kay. Das ist Game Stage 5 und du bist. Wieder Wasser. Ja, und wir sehen und hören uns, ja, wo auch immer. Ja, über uns immer. Ja, bye bye. Ja, okay. Dann sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.